Zwei Flaschen, hast du Schnauze voll. Alex, was ist denn? Was ist denn? Oh, das haben wir da gar nicht gesagt. Bitte? Wir haben beschlossen, dass wir nicht die ganze Zeit so viele verschiedene Menschen Alex nennen können. Wir könnten die auch mal zwischendurch Sascha nennen, weil auch Unisex. Und oder Kim. Veränderung. Ja, Kim. Kim, ich mag Kim. Kann ich immer noch nicht, muss ich immer noch lachen. Ich habe Kim immer nur als jungen Namen in einem Buch damals, da war ich noch irgendwie 12 oder so, da habe ich Kim mal als jungen Namen kennengelernt. Aber ansonsten, finde ich, klingt der Name irgendwie weiblich. Und ich denke immer an die Kimme. Das tut mir leid, das sind einfach... Boah, Alter. Ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf da verschalten ist. Ich weiß nicht, den Namen einfach noch nie in echt gehört. Mein Freund, ne? Ja, das ist nichts Neues. Bei dir dann, meine ich jetzt nicht bei Kim. Naja, ach nee. Also es gibt ja verschiedene. Nee. Wir könnten Sascha nehmen, wir könnten auch Chris nehmen, Robin, wobei Robin eigentlich in Deutschland nur ein Jungname ist. Robin? Ja, aber Chris ginge halt. Chris, ja. Kann von Christina oder Christoph. Oder Christian. Oder Christiane. Meine Fresse, da gibt's aber einiges. Ashley gilt wohl auch, oder Ashton. Ja, aber wir wollen keine Ashton englischen Namen. Raus. Ashton ist definitiv raus. Wegen Kutscher? Ja. Sonny ist auch. Oder Skylar. Skylar ist great. Oh. Wow. Wir haben ja das kein. Das klingt so nach Ghetto. Wieso? Nee, so Ghetto. Ja. Skylar klingt nicht nach Ghetto, Alter. Nicht so wie Kevin oder Chantal. Weil Ghetto Kids heißen heute kaum noch Kevin. Die heißen Dustin und Justin. Dustin, ja. Dustin. Vielleicht heißen doch noch ein paar Kevin, ja. Dustin, der Staubige. Dustin. Naja, gut, geht ja. Also, ja. Wir sollten uns aber sowas echt nicht lustig machen. Wir sind im Intro. In der letzten Folge. Deswegen. Da ging es um hier Verräter oder Nicht-Verräter. Das fand ich, das war ganz gemeiner Mindtrick. Was hättest, das frage ich jetzt mal ganz blunt an dich, was hättest du denn gemacht, wenn Kaman gesagt hätte, hör, scheiße auf Flummi hier, Geld. Ich brauche neues Auto. Das einfallen lassen müssen. Aber wir haben das ja zum Glück abgesprochen am Anfang, dass hier Brüste over Money und so, verstehst du? Wie, ihr habt Absprachen getroffen, das gilt nicht, ey. Und außerdem habe ich ihm ja deswegen gesteckt, dass ihr beide vielleicht was wissen könntet über seine über die Söldnergruppe, die da seine Familie umgelegt hat. Deswegen dachte ich, vielleicht ist er denn klug oder so. Weiß ich nicht. Oder er hat Angst vor der Gang, da gab es da tausend Möglichkeiten. Und Technomancer, die ficken dir das Gehirn, die kannst du nicht einfach und so. Das, ne? Sonst hätte ich deep da halt deep und dicht. Hätten wir eine Runde Edge verbrannt alle. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Na, da wäre jemand vom Teamspeak geflogen und dann hätte ich einen Rewind gemacht, Alter. Ach so. So, Weihnachtsfolge, Kaban stirbt. Dann hätte ich ja weiterleiten müssen. Was, wieso hättest du weiterleiten müssen? Wenn du ihn dann vom Teamspeak schmeißt? Nee, Kaban hätte ich dann vom Teamspeak geworfen, wenn er dich schickt. Ach so, ich hatte schon Angst. Ist ja eh nur ein Gastspieler. Richtig. Oh Gott, das erinnert mich an welcher Prospect. Ah, schön. Ja, war toll, ne? Also man merkt dann auch mit dem Abend, beziehungsweise, wir haben ja nochmal zur kurzen Rückblende, wir haben um 12 angefangen, haben eine Stunde... haben wir nicht erst 13 doch. Uhr angefangen? Genau. Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. Was heißt du? Du lässt wir haben mich um 12 ausreden. Angefangen, Dummfug zu labern. Ja, richtig. Um 12 ging es los, dass wir vor allem angefangen haben zu trinken. Also 12 Uhr mittags. Also ich habe mich schwer zurückgehalten, ja? Ja, nachdem du den ersten aufgesetzten weg gehabt hast, hat man dich nur noch gehört, Alter, wie du rumgebarft hast in deinem Hintergrund. Er hat nur geheult die ganze Zeit. Das habe ich nicht die ganze Zeit gehustet wie so ein alter Künstler Kerl. Das stimmt. Wir entschuldigen uns, die beiden hatten ihre Sexualpraktiken auszuleben in den Feiertagen, deswegen war dann Flummi bei Trolli und kann immer noch nicht sitzen. Ihr sollt auch nicht jedes Mal den Umfang erhöhen. Haben wir nicht, das aber Tabasco ja nicht. Und Schleifpapier und... Ach ja, ich verstehe. Wo warst du gerade? Ich war gerade dabei, eigentlich das Intro jetzt zu beenden. Ah ja, gut, wir haben um 12 angefangen, Dummfug zu labern. Genau. Und ich glaube, irgendwann um 12 während Trolli die Rosette poliert wurde. Ja, ich glaube, 23 Uhr haben wir dann nicht mehr gespielt. Das war am Ende hin dann auch, da waren wir müder, glaube ich. Ja. Ja, vor allem du hast gesagt, du möchtest nicht mehr, aber ich verrate jetzt nichts. Das Letzte passiert. Machen, was noch... Ja. Was kommen wird, was ihr dann hören werdet. Cliffhanger! Gut, nee, dann gibt's auch eine viel Spaß und isst keinen gelben Schnee. Geil.
Es hat mal ein bisschen gescheppert. Du sperrst uns jetzt also wieder im Safehouse ein, damit wir mit einer labern müssen. Ist doch klug eigentlich. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es ein paar Fragen bei Kaban irgendwie so plötzlich aufgetaucht sind. Ach so, die eine oder andere. Jetzt was hat Jojo eigentlich mit dem Militär zu tun? Das ist doch die Frage. Wieso Militär? Weil nicht klar war, wer ist und sie ist die Waffentussi. Yep. Oder Konzern. Ja. Konzern mal auf jeden Fall, ist klar. Aber. Ja, aber das also, weiß doch Kaban nicht. Also entweder war sie beim Militär Waffenschieberin, also ihr Waffenexpertin, oder aber, was durchaus sein kann bei der, obwohl sie dafür eigentlich nicht sportlich genug ist. Das ist richtig. Oder aber sie war beim Konzern und da war sie auch vielleicht irgendwas mit Waffen, vielleicht, keine Ahnung. Die? Fragen über Fragen. Gut, also ihr fahrt noch ein Stückchen. Also was waren das jetzt eigentlich für Typen? Konnten die irgendwas? Ich kenne sie nicht. Ich hab sie jetzt gerade vor kurzem erst kennengelernt. Also quasi bei dem Run. Hast du dich mit denen jetzt irgendwie geprügelt? Ich hab sie Jojo hat einen erschossen und den Rest haben wir ausgenockt. Na, siehst du, dann weißt du doch schon, ob die was konnten. Also, konnten die was? Die Antwort ist nein, sagt Billy aus dem Hintergrund. Na, sie waren nicht unbedingt schlecht, aber... Also nicht, gut. So, wie viele waren das? Vier. Mit mir fünf. Gut. Ausrüstung. Derbe oder eher so irgendwo gefunden? Klammer, die hatten fast alle Zastavas und du hast auch die Zastava-Maschinenpistole, die du damals nicht kaufen wolltest, weil du sie zu schlecht fandst. Ich zeig dem die Maschinenpistole, die ich ja quasi, ne, die Preisklasse. Ah ja. Also mir wurden für den Job kurzfristig 7.000 angeboten. Wie viel? Wie viel? 7.000 pro Kopf. Jutti. Was hast denn du eigentlich da jetzt gemacht, Elfchen? Ich komme wieder zu der ganzen Sache wie die Jungfrau Maria zum Kind. Ich habe gar nichts gemacht, ich wollte mich mit jemand anderem treffen und dann auf einmal aller kriegischen Anruf, dass hier Mekka brennt. Wir sollten noch jemanden zweites entführen. Was? Also. Wie wird jemand zweites entführen? Das sagst du mir jetzt gerade das erste Mal. Wen? Jemand vom Militär. Also. Ich weiß nicht, welche Person sie jetzt ist, aber ich hatte die Person einmal vom Militär und einmal vom Konzern. Ist aber komisch, ich kenne niemanden vom Militär. Und Billy läuft rot an. Aber es kam so solide, wie du es gesagt hast. Gell? Echt, das war schön. Ich weiß. Okay. Genauso solide gesagt. Gut, ist gut, ja auch erstmal egal. Dann haben wir die Sachen ja schon mal geklärt. Ja. Wer war dein Auftraggeber, verdammte Scheiße? Für wen habt ihr das gemacht? Ich weiß noch nicht, wer es war. Also ich habe es nur über einen Bekannten erfahren, dass die ganz dringend jemanden brauchen, weil da jemand abgesprungen ist, weil der nicht konnte. Ich bin nur ein Lückenfüller. Ihr hattet Glück. Wieso ihr? Ja, wenn... Also nach deiner Reaktion zu urteilen, bist du vom Militär? Ich? Nee. Gut, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Arschloch. Entschuldigung. Ja. Ach, nee, aber sorry, also Graf von also, Rotz? Du siehst nicht so aus, als wenn du in irgendeiner Spezialeinheit gewesen wärst. Hey, sag mal, entschuldigst du dich jetzt bei der oder was? Siehst du dich im Schützengraben? Jetzt komm, sei mal ernst. Du dich im Schützengraben? Danke, Flatt. Das ist ein Danke, Typ hier, du musst dich doch nicht bei dir entschuldigen. Jetzt mal im Ernst, so eine Bullshitterei in der Karte. Weißt du, wie schnell die eingepisst ist? Ja, die Fresse zu halten oder was? Meine Fresse. Junge, das sind Bitches. Weißt du, ne? Bitches. Was machen die? Reden, wenn sie fragt werden. Platzcombing fängt an, irgendwie rumzuspacken. Schwanzlutscher. Sagt sein Combing ganz laut. So, warte mal kurz. Ich glaub, du kriegst gleich eine. Warte mal, er würfelt. Du weißt, dass du ihm schon gesagt hast, dass du Matrix-Tante bist. Ne? Nein, hab ich nicht. Du hast ihm verraten, du Arschkeks. Egal, du hast es Alex verraten und der unterhält sich ja mit seinem leiblichen Sohn ab und zu mal, hab ich ja gehört. Es passiert halt leider Gottes manchmal, dass wenn Billy aggressiv ist, ne? Das ist ja auch vollkommen okay, der ist ja auch gerade ein Arschloch, also. Naja. So ein Arschloch. Siehst du, mit sowas muss Jojo sich immer rumschlagen.
Vlad ist halt einfach ein echter Kerl, ich meine. So, ja. Pass auf. Wie du gerne wärst. Also, willst du schon wieder mit der Gespräche heraufschwören? Das Fuchsgesicht hat der kleinen Schwester richtig aus der Scheiße geholfen mehrmals. Deswegen will ich auf gar keinen Fall sagen, dass ich denke, dass die jetzt irgendwas an meinem Comic macht. Aber sollte würde das ich so nie sein, tun. Sollte das so sein, wäre es echt gut für ihr Gesicht, wenn das so bleiben soll, wenn das jetzt aufhört. Wo du gerade das Comic erwähnst, ich starte meins übrigens mal neu und würde dann auch Jojos nehmen und das auch nochmal neu starten. Beauty. Komm, gib mir mal dein Comic, ich starte es mal neu. Dann hört das bestimmt auf. Ah, schaut bestimmt auch gleich sowieso aus. Stimmt. Ich meine, du bist ja zu der Sache gekommen, wie die Jungfrau? Dings, ja, genau, hier, ficken, scheißegal. Und ich meine, ficken. Du kannst auch direkt aus dem fahrenden Auto kurz fallen. Das könnte passieren. Das tut aber weh. Ich habe gehört, nicht das erste weh, Mal, und ich habe gerade das Gefühl, ich muss nochmal aufs Gas gehen. Also, ich glaube, mein Comlink wird sich gleich beruhigen. Der hat sich gerade eben schon beruhigt, Mann. Guck doch mal. Ah ja. Da steht, ich bin ganz das lieb. Das ist aber gut. Ah ja, okay. Das ist aber schön, sonst hätte das Comlink aus dem Fenster fallen müssen, zusammen mit... So, pass auf, wir fahren jetzt hier mal rechts. Ich hab's doch schon ausgemacht. Naja, hatte ja gerade bemerkt. Sonst wäre es ja aus dem Fenster gefallen, zusammen mit... jemanden. Genau. So, er biegt dann ein, Schnellstraße Tschofkino, wird ein paar Telefonate tätigen, subvokal, und dann euch quasi von einem Haus halten tatsächlich. Das sieht aus, als wäre das so gängerös quasi. Steht auch schon jemand davor. Das ist eine... Das war aber auch, ne? Also es ist eine Orkin, die echt, Flummi beschreibt die mal, ich kann das nicht. Die hat lange Haare, ist, also sie ist ein bisschen, na, wobei das sieht man nicht, aber wenn sie läuft, sieht man das hier halt auch nicht mal so, also irgendwann scheint die mal was abgekriegt zu haben in ihrem Leben. Ist das die vor dem Spikes-Gespräch? Ja, genau. Okay, dann weiß ich Bescheid, sorry. Also sie sieht so aus, als hätte sie schon mal was abgekriegt in ihrem Leben, hat lange Haare, ja hat sie, die irgendwie hinten zusammengebunden sind. Naja, also ich sag mal, ihre Zeit in Schofrino und auch so die Zeit, die waren irgendwie, die Zeiten waren ein bisschen härter, das sieht man ihr auch an. Also sie sieht auch schon für eine Orkin ein bisschen älter aus und ja, ist ein bisschen vom Gesichtsausdruck her ein bisschen verhärmt. Die hat hier mal Narben, da mal Narben, irgendwelche, was auch immer, halt so dieses typische, ein bisschen abgedingste. Die ist nicht wie eine der Orks im Grundregelwerk hier, diese KI-Adeptin da, die aussehen, als wären die, sondern schön eher griesgrämig und grob schlechtig. Ja. So, die hängt da davor rum. Ihr kommt mit dem Auto an. Dann wird Vlad wortlos das Jojo nehmen und es hoch in eine Wohnung buxieren. Ey, das. Geil. Er hat wieder die Supersuite bekommen. Oh, nicht, also nee. Das Ding ist, es ist nicht die Supersuite, sondern die sieht bloß genauso aus. Der Komfort ist auch 1:1 mit einem Unterschied. Gibt Matrix. Okay, das ist eine Sache. Jetzt kann ich aber mir mittlerweile... Hallo? Negativ, ja? Kann ich mir bitte die Sonderspezialfertigkeit geben mit Ork-Klo teilen? Gern. Das Problem an dem Klo ist, da müsste erstmal jemand ganz tief mit der Hand drin rum, das ist ein bisschen verstopft, also da, das sieht nicht, also echt jetzt ekelhaft. Die Scheiße steht bis zum Rand, bis zum Rand. Keine Angst, sie ist aufgeweicht von der ganzen Pisse. Das riecht echt unangenehm da drin. Ich guck da drin steht an. Schon bereit. Really? Really? Steht dir frei zu gehen? Nee, ich habe ihn ja nur angeguckt mit dem Motto, really, ich hab's ja nicht gesagt, ich würde mir ja niemals erlauben. Was? Ja, das kann er ja gerne tun. Ich meine, hier wird doch jemand stehen und aufpassen. Du kannst natürlich auch sagen, dass es dir ein bisschen hässlich ist. Ich würde dich sogar noch wegfahren. Nee, danke schön, ist voll lieb. Das passt schon so, danke. Sein Sinn Ravioli, das was zum Anziehen, Größen, scheiß drauf. Da liegen irgendwo noch ein paar Knarren, aber das wird wohl nicht so sonderlich sein. Wir haben eigentlich, das passt schon. Und Munition ist da drin, zumindest die kannst du verwenden. Und gucken, wann ich jetzt nochmal rumkomme. Ich kümmere mich erstmal drum, dass hier jemand rumsteht. Ich glaube, ihr habt sowieso jetzt was zu besprechen. Ja, es geht. Ja. Das sehe ich so.
Pass mal auf. Wenn ihr natürlich rausfindet, wie das war, dann gebt mal Bescheid. Und das kümmern wir uns dann verantwortlich ja. Ist. Sag mal eine Bescheid. Jawohl. Und du Typ, ne? Du lässt, wie heißt du eigentlich? Kaban, weiß ich. Also, Rüssel, du lässt dir von den Bitches nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Haben wir uns da verstanden? Ich werde das persönlich überprüfen. Gerade von der Kleen hier. Ja, die hat mir jetzt einiges zu erklären, aber das ist okay. Das kriegen wir schon mit, das kriege ich mit der schon geregelt. Gut. Also, du hast echt die Arschkarte. Wenn du zu nett zu ihr bist, gibt's auf die Fresse von mir. Wenn du zu böse zu ihr bist, gibt's auf die Fresse von mir. Also, das wird jetzt für dich nicht einfach. Ist ja klar. Wie muskulös sah der nochmal aus? Schon. Was hast du für Stärke und Konzi? Richtig viel, ne? Yep. 7 und 8. 7 und 8. Modifiziert. Ich glaube, da kommt er auch ungefähr hin. Und der hat sogar auch der Malpanzerung. Na gut, dann kriegt der so einen, so, okay, lass ich drauf ankommen, Blick ab. Und einen nicken dann so, ja, passt schon. Gut. Hier, voll der Schwanzvergleich. Ich wollte gerade sagen, das klingt genauso, wie es sein muss. Wird erstmal abgecheckt, der Bro, und dann mal gucken. Ja, ich meine, er hat Gang-Tattoos und du bist in dem Haus, wo so Gang dran gesprüht war und unten steht die Gängerin. Also ist es auf jeden Fall gut, sich mit dem anzulegen. Ja, man muss ja erstmal Grüße bewahren vor dem jungen Mann. Richtig. Der hat jetzt gesehen, wenn du ihm standhältst, dann vielleicht auch seiner Schwester. So, halb. Mal gucken. Ja, gut. Die Schwester ist wahrscheinlich böse, aber... Du hast es raus. Auf jeden Fall bösartiger. Er wird sich dann erstmal verziehen und die Tür zuschmeißen. Muss ich ja auch durchsetzen dagegen, meine Güte. Das kannst du nur noch, als er die Treppe runterstapft. Und kümmert euch mal um das Scheißhaus. War das an uns geredet oder an jemand anders? An euch. Scheiße. Ja. Puh, ja gut, dann sind wir erstmal hier. Schön. Schnick, schnack, schnuck ohne Brunnen. Was? Fürs Klo. Stick, schnack, schnuck ohne Brunnen. Das macht Jojo, wenn sie wieder fit ist. Sie schuldet mir was. Okay, wenn du meinst. Ich habe gerade meinen Kopf und meinen Hals riskiert und meinen guten Ruf riskiert für sie. Also, du bist gerade in die Scheiße reingeritten, mein Bester. Was habe ich? Indem du uns nicht Bescheid gesagt hast, dass du so einen scheiß Auftrag hast und deine Hintergrundarbeit nicht gemacht hast, Mann. Oh, ja? Was? Also, meine Jobs gehen euch normalerweise nichts an. Na, in dem Moment, wenn es uns ihr betrifft, vom Militär das ist ernsthaft. Und aus dem Konzern kommt, was ich nicht weiß, dann das reicht mir ja schon, um Leute rauszusieben, die ich kenne. Solche Informationen. Woher soll ich das wissen, dass ihr irgendwelche Leute vom Militär oder Entschuldigung. Ernsthaft? Militär? Du? Du bist ein Nullbrainer. Viel, viel arm, wenig im Kopf, richtig? Ja. Was denn? Du warst wirklich beim Militär? Was geht dich das denn jetzt an? Hättest du mal deine Hintergrundarbeit gemacht, dann wüsstest du, was Sache ist. Was Hintergrundinformationen? Ich brauche keine Hintergrundinformationen, um jemanden umzulegen, beziehungsweise um jemanden wegzunehmen. Nicht so in dem Maße. Ja, anscheinend ja doch. Na, du hast ja jetzt wenigstens gezeigt, dass es dir um Jojo wenigstens geht. Ne? Ja, Dass es dir der Auftrag wichtiger war, beziehungsweise umgekehrt, dass dir Jojo wichtiger war, ist ja jetzt eigentlich klar. Das hätte man vermeiden können, oder nicht? Das ließe sich vermeiden. Ja, nicht in einer halben Stunde. Ich krieg doch... Was für Namen hattest du denn überhaupt, die du rausnehmen solltest? Jemanden vom Militär und jemanden vom Bla, da muss es doch wenigstens Geschichte haben. Ich habe Informationen gekriegt, dass ich mich mit Leuten treffen soll, dass die mir dann sagen, welche Personen wir exfiltrieren sollen vor Ort und das dann machen. Und dass die Opposition nicht sonderlich stark sein wird. Und dass ich in einer halben Stunde da sein soll, weil jemand ausgefallen ist. Für 7.000. Für 7.000. Da frage ich nicht lange. 7.000 sind 7.000. Die wird rausgenommen. Fertig. Ja, aber jetzt ist die Kacke am Dampfen, deswegen. Ne? Oder nicht? Naja, sagen wir es mal so, es wäre alles super gelaufen, wenn es nicht Jojo gewesen wäre, ne?
Was, wenn es ich gewesen wäre? Ja, oder du. Hm, danke schön. Wie viele Leute leben in Moskau? Es sind nicht nur zwei. Aber es kommt halt, ne? Wenn es die zwei und gerade sind. Ihr beide halt seid definitiv, also wart bis dato nicht vom Militär und nicht aus dem Konzern. Wir kennen uns jetzt einen Monat, Kavan, also ernsthaft. Ich weiß auch nicht, was du so machst, wenn du gerade mal nicht dein Wedel irgendwie irgendwo hinstecken möchtest und so. Na, ich weiß ja nicht, wo du dein Wedel hinsteckst, aber du siehst nicht nach Militär aus. Tja. Also, ganz ehrlich nicht. Tja. Bis vor kurzem wusstest du nicht mal, bevor Jojo wieder geplappert hat, dass ich irgendwelche anderen Fähigkeiten als Matrix habe. Das sieht man. Hm? Ach so. Was sieht ja, man? Ja. Ach, unten, was Trollballerina schreibt. Dass deine sonderlichen Fähigkeiten, die sieht man dir auch dann nicht an der Nasenspitze an. Gut, du kriegst keinen Deck mit dir rum. Aber das kann man auch zu Hause oder irgendwo anders lassen. Tja, könnte man. Kann man hier jetzt eigentlich mal in Ruhe pennen, oder? Hältst du mal die Fresse, wenn jetzt dir wieder besser. Blöde Kuh, was machst du hier überhaupt? Hä? Wie bist du hierher gekommen? Sei froh, dass sie hier ist, Mann. Ich bin auch froh, dass sie hier ist, verdammte Scheiße. Sag jetzt bloß nicht, dass du Hunger hast. Hm. Ja, ich kann jetzt was zu essen vertragen, glaube ich. Billy durchsucht ihre Taschen nach Marshmallows. Sie hat welche dabei. Sie gibt dir deine Marshmallows. Sie ist nicht rausgefallen, als sie runtergestürzt ist, weil sie ein Glückskind ist. Das muss man ja auch mindestens einmal in der Runde erwähnen. Überall riesige Ödeme, Hämatome, vollkommen zerrungst das Mädchen, aber die Marshmallows, die sind ganz. Neue Hautfarbe, blau. Oh, so. Geil. Au. So. Also. Sag mal, Billy, hast du gefurzt oder warum riecht sie so komisch? Na. Das war leider schon vorher so. Ey. Könnt ihr mal aufhören, euch hier anzuzicken? Das verstehe ich auch nicht. Ich rede hier von quasi. Euch hatten hier die Östrogene geparkt irgendwo. Was hast du in der U-Bahn gemacht überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ja. Und seit wann kommst du vom Konzern? Hä? Was? U-Bahn? Au. Oh. Ja, U-Bahn, du hast einen Troll umgebracht. Hm? Ihr Gesichtsausdruck ändert sich gerade ein bisschen. Oh. Zu von, was? Von irgendwie erstaunt, also irgendwie, ich meine, ich glaube schon, dass ihr noch ziemlich viel wehtut, aber das ist ja egal. Sie sieht gerade ziemlich wütend aus. Wenn du mir jetzt auch noch vorhalten willst, dass ich meine Hintergrundinfos näher checken soll. Ich will gar nichts vorhalten. Gut. Danke für das, dass du mir geholfen hast. Gerne geschehen. Danke. Aber ich muss gleich noch jemanden besuchen fahren. Wir sind hier erstmal im Safehouse von deinem Bruder. Wie hat denn der das jetzt wieder mitgeschnitten? Guilty. Hä? Sida hat ihn angerufen. Ich sagte guilty. Ach so. Meine Schuld. Ich habe Alex angerufen. Gut. Aber nur weil Kaban so hektisch am Telefon war. Der war total aufgelöst, der Kleine. Entschuldige mal, ich habe gerade einen Job in die Pfanne gehauen, um ja, die Kleinen hier rauszuhauen. Ich dachte nicht, dass das ohne Grund war, oder? So war der doch, ne? Ich glaube, so war so, der. So, ja, absolut, absolut. Total. Okay, gut. Was ist da denn jetzt eigentlich passiert? Also, ich habe einen Anruf gekriegt von einer Bekannten, die sagte, ich soll mich da treffen. Die blöde Kuh hat offensichtlich da irgendwas. Ich hoffe für sie, dass sie den Ort verwechselt hat. Und wenn sie den Scheißort nicht verwechselt hat, dann schalte ich den. Ich denke nicht, dass sie den Ort verwechselt hat, weil du warst definitiv meine Zielperson. Gut, dann. Aber über mich ist das nicht klar. Hä? Was ist mit dir? Ob ich die Zielperson war oder nicht. Hä? Nicht, dass ich wüsste, nein. Also man hätte mir so, Moment. Dich markiert, quasi, wenn die Leute noch am Leben wären. So, was ist jetzt wieso Zielperson? Was ist jetzt? Kannst du mir. Okay, ich komm erstmal zu dir, hier nimm einen Schluck Wasser. Bin da.
Fang mal von A an zu erzählen. Ja, es wäre, also erzähl mir am besten so viel, wie du mir irgendwie noch erzählen willst oder kannst oder wie auch immer. Das wäre Mich echt hat cool von ein dir. guter Freund angerufen, hat gefragt, ob ich Zeit habe, ob ich ja, Lust Geld habe, Geld zu verdienen habe. Es geht halt um die Entführung von jemandem vom Militär und jemandem aus einem Konzern, die dann halt da auftauchen. Nähere Informationen kriege ich dann halt da bei den, wenn ich dann da bin, ne, von dem Team. Und mit großem Widerstand wäre nicht zu rechnen. Und das würde mir ganze 7.000 Euro einbringen. Da bin ich also hin, habe mich aufgerüstet, habe mich mit den Leuten getroffen. Wir haben das durchgesprochen, dass der Anführer, der Chief, ich habe leider keinen Namen, mir halt das dann, ne, die Zielperson markiert. Und du kamst durch die Tür, wurdest als Zielperson markiert, kamst die Treppe runter, ich habe dir eine Pistole in die Hand gedrückt. Ja, das weiß ich ja. Okay. Ich hatte nicht Dann bin lange ich Zeit ja. zu überlegen. Du, alles cool. Okay, alles cool. Jojo wirft Billy einen kurzen Blick zu. Billy guckt zurück, fragend. Okay. Nachdem ich sie dann ange also nachdem wir uns rausgeschossen haben, bin ich raus, hab das erste, wer mir einfiel als Kontakt von dir, weil du warst ja in Gefahr, war sie. Damit ich dich irgendwo hinbringe, wo du sicher bist. Und sie war innerhalb von 5, 6 Minuten quasi dann da. Also war sie wahrscheinlich irgendwo sehr in der Nähe. Ja, ich war gerade auf dem Weg zu dem U-Bahnsteig. Du warst auf dem Also Weg warst zu du dem auch auf gut. U-Bahnsteig. Ja. So hatte ich das richtig vermutet. Und deinem Erröten zu urteilen, kommst du wirklich vom Militär. Okay. Nein, ich komme nicht vom Militär, so gesehen. Okay, das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Entschuldigung, Pass aber. auf. Die Geschichte ist jetzt etwas kompliziert. Gut. Etwas? Understatement, sag ich doch. Findest du nicht? Doch, aber pass auf, Kaban. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die mit der ganzen Sache zusammenhängen. Hängst du da irgendwie mit drin oder hängst du da nicht mit drin? Ich hänge da so weit mit drin, dass ich gerade eine Connection von mir mehr oder weniger hintergangen habe. Ein Kumpel von mir. Also er sagt, es wäre ihm noch nicht so sonderlich wichtig. Ich habe kurz mit ihm natürlich schon drüber gesprochen, dass das schiefgelaufen ist und ne, dass ich dich kannte. Wie hoch sind denn was, also wie viel, irgendwann war ja Ende, hat da jetzt irgendwer nochmal, ist da irgendwer nochmal gucken gegangen Es an waren diesem scheiß U-Bahnhof, hat irgendwer was mitgekriegt, hängen da jetzt überall Bullen rum oder was ist da Der ist in die passiert? Luft geflogen. Genau. Wie, er ist in die Luft geflogen? Keine Ahnung. Kabumm? Warte mal. Sollten wir die Matrix Ist hier durchsuchen nach, aber. Matrix? Ja, ist hier. Okay. Du, dich sehe ich auf jeden Fall in der Matrix nichts suchen, du. Ja, Jojo, versuch das kurz, stell dann irgendwann fest, dass es eine Scheißidee ist. Sag mal, Billy, kannst du mal kurz gucken, was da ist? Irgendwie, ich glaube, das ist jetzt eine Scheißidee mit dem Maya. Billy möchte komplett stealthy sein, jetzt in der Matrix suchen, was los ist. Nicht ihre Jutti. normalen Accounts benutzen, Ja, du sondern. brauchst dazu gar nichts machen. Also zum Glück gibt es Zenit. Die haben als erstes eine Berichterstattung, noch bevor die Bullen sie da irgendwie rauskehren wollten, konnten. Und Ja, da. Romanov. Romanov nicht, nee, den interessiert das nicht so hart. Da ist halt nur der Ticketschalter in die Luft geflogen und auch, das war nicht mal so ein großer Radius, vielleicht so 10, 20 Meter. Da hat es ordentlich was zerrumst. Da waren auch ein paar mehr Splitter dabei, als eigentlich in so einem Ticketschalter als Rohmaterial verbaut sein könnten. Und überall an den Wänden ist da halt mit ultravioletter Farbe, hat da gestanden, so 100% Mensch und sowas, die Maschine frisst uns nicht und sowas. Also, die waren das offensichtlich. Die sind's doch immer, die Schweine. Hä? Humanisto. Was? 100% ist doch nicht Humanes. 100% Nicht? Mensch sind die Typen, weißt du noch, die Lichtung. Aber das passt doch gar nicht zu denen. Ach, die schon wieder. Was? Oh, die machen einiges mit Töten und so, aber die. Aber sag mal, habt ihr da diesen U-Bahn-Schalter
Nein, an dem U-Bahn-Schalter sollte ich mein Geld abholen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Yep. einen Gewinner. Ja. Du solltest also offensichtlich auch entsorgt werden, ja? Naja, so ist das halt. Okay, dann hängst du jetzt voll mit drin, Schatzi. Willkommen zurück. Du, ne? Weißt ja, Das der passt nicht Teufel zu scheißt immer auf den größten 100%. Haufen. Mensch, das passt da überhaupt nicht zu. Und das passt auch nicht zu der Tussi, mit der ich telefoniert habe und die ich auf jeden Fall noch besuchen Es passt auch nicht zu Dr. Ivan Ivanovich, der Wieso mich dorthin Ivanovic? bestellt hat. Hä? Der hat mich dorthin bestellt. Also werden wir ihm auch einen Besuch abstatten. Jojo, macht jetzt mal kurz, das tut mir jetzt leid, Kaban, Deli, eine Nö. Private Conference mit Billy auf. Du, meinst du, was meinst du? Ich Ach, was glaube, meine ich? was das irgendwie scheint, das ja jemand zu sein, dem wir beide auf den Schlips getreten sind. Und wenn die dem schon sagen, hier Militär, und wenn die dem schon sagen, hier Konzern, wer weiß denn davon? Nicht wirklich viele. Es wissen genau drei Leute von mir davon, die irgendwie damit zu tun haben könnten. Und bei denen weiß ich, bei allen dreien, dass die nicht quatschen. Einer Bei davon bist du. mir weiß es eigentlich keiner in Moskau. Und Spielleiter, jetzt sag mir nicht doch, dem Ivan Ivanovich hast du es gesagt, dass du bei der Crew bist. Also, dass die Eltern bei der Crew sind. Der hat das Habe ja ich vom nämlich nicht. Neurologe, der hat das in deinem Gedächtnis. Ätö! Ja, Du hast es ihm natürlich, nicht jetzt wo du erzählt. es sagst. Ich meine, Habe vielleicht ich. hat er dich ja mit Wahrheitsserum abgefüllt, aber dann nicht bewusst hast du ihm jemals was Sag erzählt. mal, also was das ist das Einzige, der Einzige, der da vielleicht, Moment, Militär und sag mal, klingelt's da vielleicht bei dir? Ich kann mich da an so ein paar Geschichten erinnern, mit Infos, die du so rausgekratzt hast und so. Der Kopf. Nein, nicht der scheiß Cop. Was Er denn? wusste ja nichts von mir, vom Ach du Konzern. Na Scheiße, hier du die. redest doch nicht vom Projekt Roja jetzt oder was? Na klar. Das sind die einzigen, die davon wissen. Der Dr. Stahl oder wie der hieß, der Deutsche. Weiß ich nicht, aber hier der, keine Ahnung, aber das sind doch die einzigen, wo irgendwo die Verbindung ist, oder? Die waren doch auch bei dir, das hast du doch erzählt. Ja, die waren bei mir im Krankenhaus, das ist aber auch alles, Ja. was ich weiß, aber ansonsten ist da nichts Ja, bekannt. das sind, nein, aber das sind immerhin die Wichser, wo ich auch mit dem Datenschloss und so, weißt du? Das ist die einzige Verbindung zwischen uns beiden. Was mich anpisst, ist, dass Doktor. Moment, warum machen wir das Gespräch jetzt gerade hier alleine zwischen uns beiden? Weil ich mit dir aussprechen wollte, weil ich gerade am Überlegen bin, irgendwo hat Kaban, glaube ich, ein Recht, das zumindest davon irgendwie zu wissen. Aber dann wird er auch zwangsläufig rauskriegen, was wir mit dem ganzen Shit zu tun haben. Das ist eben die Frage, aber ob du das willst. Jetzt lass Weil uns mal wenn. ganz kurz eben. Was heißt, wenn du das willst? Lass uns mal ganz kurz eben Revue kapitulieren lassen. Der Typ hätte uns eigentlich beide knipsen müssen. Hat er Also aber nicht gemacht. jedenfalls dich auf jeden Fall. Bei Ja. mir könnte vielleicht auch nicht. Fakt ist, dass er jetzt weiß, dass du mit einem Konzern irgendwie verbändelt bist. Mehr, aber auch Woher nicht. weißt du denn, wer was ist? Woher soll der denn wissen, wer was ist? Wer wie was Er ist? weiß, dass einer von uns beiden mit dem Konzern zu tun hat und er weiß, dass einer von uns beiden irgendwas mit dem Militär zu tun hat. Okay. Wahrscheinlich. Wenn wir die Zielperson waren, was aber einfach Sinn ergibt. Das kann man leugnen, wie man will, aber es ergibt Sinn. Ein bisschen was werden wir ihm vermutlich erzählen müssen. Und ich glaube, dass er irgendwie sich jetzt soeben das Recht verdient hat, ein bisschen mehr zu wissen. Weil er da voll mit drin hängt, weil das jetzt schiefgegangen ist und es gut sein kann, dass sie das nochmal versuchen. Dass er da dabei jetzt auf der Abschussliste ist. Na klar, wenn der uns schon hilft oder mir zumindest geholfen hat, dann ist die Chance, dass ich ihm irgendwas erzählt habe, relativ hoch. Das können die doch nicht riskieren. Der ist jetzt auf jeden Fall mit auf der Abschussliste. Ja. Gut. Jojo geht auf. Ja, nee, nee, okay, schon raus, ist okay. Gut. Ich denke, wir sind d'accord. Na, sie sagt noch, erzählst du ihm deinen Teil? Ja. Alles klar. Jojo, Okay. geht aus der Dingens raus. Pass auf. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit denen wo du dir jetzt aussuchen kannst, was du willst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mit auf der Abschussliste stehst, ist relativ hoch. Die ist sogar ziemlich hoch.
Das kann ich mir vorstellen, weil ich habe gerade Johnson angepisst. Du Wenigstens hast den. nicht nur einen Scheiß Johnson angepisst, du hast dadurch, dass du uns geholfen hast, soeben In ein Wespennest gestochen. in ein ziemliches Wespennest gestochen, weil die Wahrscheinlichkeit, also weil derjenige, der dafür verantwortlich ist, jetzt vermutlich denkt, dass wir dir irgendwas erzählt haben. Und die wahrscheinlich nicht riskieren können, dass du weißt, was da abgeht. Ich glaube, dein Kontakt wird es nicht mehr Nichts lange des tun. Nichtsdestoweniger hast du A, deinen Johnson angepisst, das mag sein, aber zum Zweiten kann ich mir sehr gut vorstellen, hattest du irgendwas mit, wenn ihr habt die Bombe am Ticketschalter nicht platziert. Nee, du hast gerade gesagt, dass du Nein, da deine Kohle abholen solltest, ne? nein. Na dann, herzlichen Glückwunsch, wollten sie euch sowieso aus dem Weg räumen. Du wärst wahrscheinlich sogar tot gewesen, wenn du den ganzen Scheiß hier mit durchgezogen hättest. Also, wenn du uns nicht rausgeholt hättest. Ja, siehst du, es lohnt sich doch mal ein netter Mensch Party zu sein. hart. Ja, manchmal lohnt sich das. Es gibt jetzt, wir können das, pass auf, wir können das jetzt zusammen hier mehr oder weniger ausdingsen und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Du verpisst dich am besten aus Moskau und warst nie wieder gesehen. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Die Damit Wahrscheinlichkeit, hat sich's. dass irgendwer nochmal nach dir sucht, ist zwar hoch, aber du hast wahrscheinlich auch genug Möglichkeiten zu verschwinden, denn viel wissen sie ja nicht über dich, hoffe ich. Für dich. Es sei denn, sie schnappen sich deinen Kontakt. Ja, Sie haben mich mit etwas Persönlichem geködert. Okay, Das wäre. das heißt, sie wissen was über dich. Gut. Wissen was über mich, ja. Alles klar. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich dann irgendwann nochmal irgendwo cachen oder es versuchen werden, ist dann hoch. Vielleicht. Das wäre Möglichkeit Nummer eins. Du verschwindest und warst nie wieder gesehen. Und hältst dich raus. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass wir dir gleich ein bisschen was erzählen. Und dann hängst du genauso mit drin wie wir, was du ohnehin eigentlich tust. Aber dann kannst du immerhin, weißt du da nichts. Das heißt, die Chance, dass sie dich leben lassen, wenn sie irgendwie sich die Mühe machen, nachzuforschen, ob du was weißt, wobei die Wahrscheinlichkeit gering ist, ist relativ, naja. Also du hättest dann immerhin die Chance, sonst erzählen wir dir was und dann hängst du wahrscheinlich genau, hängst du genauso drin, wie wir drin hängen, mit Informationen, die, wenn die an irgendwelche dritten Personen weitergegeben werden, egal von welcher Seite aus du dir ausmalen kannst, was mit dir passiert. Sie schaut dich gerade relativ ernst an, als sie das sagt. Sehr ernst wahrscheinlich, nicht nur relativ. Und was Billy noch dazu steuert, ist, wir wissen gar nicht, wo wir drin hängen, so genau. Na, nicht so Ja, genau, aber okay. wir haben zumindest ein paar Infos, ja. Verkackter Run oder Nee. Nee, überhaupt Privat. nicht. Gewahrt. Das ist, warum Ja, wir guten runnen. Wunsch. Naja, so halb. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. So, Willkommen im Club. du kannst dich jetzt Gleich. entscheiden, was du möchtest. Ja, mitgegangen, mitgefangen, würde ich sagen. Die Also, jagen mich eh. du hast dich jetzt als zumindest in meinen Augen relativ vertrauenswürdig erwiesen. Was heißt relativ? Nein, hast du. Du hast dir quasi das Recht erworben, was zu wissen, wenn du es willst. Wenn ich irgendwann rauskriegen sollte, dass du irgendwem irgendwas davon gesagt hast, der nichts mit, der außerhalb von uns steht, dann gnade dir Gott. Alles klar? Carbon holt seinen Comlink raus und schaltet es aus. Sehr schön. Wir sind eh gerade genoise filtert, also Na, gedingst, Jojo schaltet nach dir gestörsendert. Comlink aber auch aus. Es ging auch eigentlich mehr um die Geste. Ja. Hahaha. Alles klar. Pass auf. Konzern ist richtig. Militär ist auch richtig. Aber nicht so direkt, wie du vielleicht glaubst. Wie es klingt. Also, ich glaube nicht daran, es hätte mich ja sehr irritiert, also. Sagen wir mal, es sind eher Tochter von die. einem General oder so, beziehungsweise Sohn. Jojo guckt Billy an dabei. Das ist eine Geschichte, die erzählt besser sie dir. Konzern kann ich dir mehr zu erzählen. Wer will anfangen? Fange Haben wir ich. hier Bier, Spielgeleiteter? Bitte? Ob bei Haben uns wir hier Bier Bier? steht? Ich habe immer noch nichts verstanden. Ob Bier in der Wohnung steht? Bier! Wo lebst du denn? Oder gibt's Schnaps? Alles klar, das ist auch Dann gut. hole ich ein paar davon raus, also ne, hole ich halt die Flasche raus und ja, dann nur auf euch. Cheers. Cheers. Na, Stravi. Ey, das belebt den Körper und die Seele.
Hey, wisst ihr, was total super ist? Selbst über Joffrino gibt es weihnachtliche Drohnen, die wunderbare Lieder verkünden. Und sie lauten nicht Yay! kauft, 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 sondern oh du Fröhliche. Oh! Ein paar Schneeflöckchen rieseln herab. Es ist Kunstschnee von der Drohne, aber Schneeflocken! Oh, ach, in der Bude wird's langsam echt ganz schön kalt. Zum Glück geht die Heizung nicht, sonst wär's echt doof. Minus zweistellige Minusgrade hatte Flumin irgendeinen Text geschrieben und da das ihre Welt ist, habe ich gehört, muss ich das leider übernehmen. Bedankt euch einfach Toll. bei ihr. Danke. Bitte. Schön. Siehst du, das Tolle ist, irgendwann ist es den Leuten so kalt, dass ihnen wieder warm wird. Alkohol tut auch die Membran der Haut irgendwie verändern, was die Blutzirkulation angeht. Das heißt, du Ja, fühlst gar die nicht die Kälte. Kapillarfäden einfach. Dankeschön. Alkohol Kapillaren, die hier betäubt, werden aber größer. das Tolle ist, durch Alkohol kühlst du noch schneller aus. Ja, weil die Das hat Kapillaren mich größer jetzt. werden und so und Aber du so. Ge merkst es nicht gleich. genau, gefühlt ist gut. Deswegen gibt es ja die ganzen Schnapsleichen in So, Russland. Billy hatte gerade gesagt, sie fängt an, ne? Nee, Ich ich habe hab's nicht gesagt, scheiße verstanden. den Vortritt. Egal, dann Ich bin fange ich ja hier immer noch an. am Kauen, was kann ich denn dafür? Pass auf. Ja, ich habe Konzernhintergrund. Das klingt jetzt scheiße, oder? Ha! nein, es gab eine Zeit vor der Gang und es gab eine Zeit, da gab es mal Rabutnik in meinem Leben. Rabotnik. Ja. Okay. Angestellt, also du musst ja schon irgendwas da verbrochen haben, dass sie dich jagen. Ja, sagen wir mal, ich bin die Tochter, die lange weg war. War mal die, die im Krankenhaus tot war. Du bist tot. Ja, die lag aber auch nur im Krankenhaus, weil ich sehr lange weg war und man irgendeinen Platz haben musste, um nicht zugeben zu müssen, dass sie weg ist, weil das würde ja der Familienehre schaden, ne? Also von ganz, ganz oben quasi. Also jetzt ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Ich komme nicht umsonst aus St. Petersburg, ja. Ey, Dellinger, ne? Wenn du die ablieferst, fürs Leben ausgesorgt. Und mehr. Ich sag das nur. Ja, das ist mir auch gerade durch den Kopf geschossen. Ja, genau, die Pawlow-Tochter halt. Guck mal, wie wehrlos die ist. Das Gute ist, Also, ja, es ist Flummis Welt, aber es ist meine IT. Das heißt, wenn jetzt Kaban gleich aus dem Teamspeak fliegt, dann hat er ein Aneurysma. Sowas aber auch. So eine Scheiße. So ein Mist, ey. So auf einmal so so einen schön. Blutklumpen. So ein Ey Mist. Mann, und man hat mir nur 7.000 für dich geboten. Ja. Eieiei. So, Scheiße. Das ist nichtsdestoweniger. wirklich große Scheiße. Na, nichtsdestoweniger, das ist an sich gar nicht so das Problem. Denn das ist Sagst ja du. geklärt. Das ist ja geklärt. Scheiße, nein, das ist nicht, aber, ne? Zumindest offiziell, das ist jetzt geklärt. Ich erinnere gerne an die News, wo sich die Rabutnik-Familie mit irgendeiner Adelsfamilie in Belgien oder so getroffen haben, aber es ist absolut geklärt. Kein Ding. Kann nicht passieren. Safe. Hat ja auch keinen Einfluss auf seine Familie. Nee. Also doch, aber die können sich so wie, also entweder sie murksen mich direkt ab oder sie machen keine Ahnung, was wahrscheinlich das. Alles andere ergibt keinen Sinn mehr, nachdem ich ja jetzt offiziell tot bin. Ja, warum haben sie dich nicht direkt abmucksen müssen, wenn sie wussten, wer du bist? Ja, man hätte mich ja wiederfinden können. Da haben sie zumindest lange dran gearbeitet, das zu tun. Ich hatte ein bisschen Glück auf meinem Weg. Aber wie gesagt, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt, mit dem diese ganze Scheiße hier zu tun hat, ist was ganz anderes. Und zwar gab es mal eine Zusammenarbeit zwischen Rabutnik und jemand anderem. Und was, wie da ganz genau die Zusammenhänge sind, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, Billy hat sich da sehr ausführlich mit beschäftigt mit den Daten. Ich kann dir da etwas mehr erzählen. Ich habe da jetzt schon länger nicht mehr. Nichtsdestoweniger hat man mir, als ich noch relativ jung war, einen Datenfilter mit eingesetzt ins Hirn. Toll, oder? Aha. Party hard. Schön. Ah, nee, Kein Datenfilter Datenschloss. und Entschuldigung, Datenschloss. Datenschloss. Verzeihung. Und da sind Daten drauf, die relativ verfänglich sind, die mit irgendeinem Projekt zu tun haben,
an dem wohl relativ lange was passiert ist an diesem Projekt. Das ist auch wohl noch nicht ganz abgeschlossen. Zumindest haben wir in der Anfang des Jahres noch Hinweise darauf gefunden, dass da immer noch was läuft. Und das sind die einzigen, die eine Verbindung zwischen Billy und mir insofern herstellen, also die einzige Verbindung zwischen Billy und mir, wie wir da rausgekriegt haben, ist dieses Projekt, weil das ein Projekt war, das mal eine Weile mit dem Militär lief. Inoffiziell gab es niemals eine Korrespondenz bzw. eine Offiziell. Zusammenarbeit zwischen Genau. Militär. Es ist alles, was wir hier erzählen, ist reine Spekulation, reine Spekulatius für Weihnachten. Und wir wissen es nicht 100%. Wir sind irgendwann mal durch Zufall in eine Scheiße reingeruttelt, wo ein Typ uns eigentlich, naja, wo wir einen Typen aufgesucht haben. Und da sind wir das erste Mal richtig drüber gestolpert und dann habe ich Jojo zu einem Arzt mitgeschleppt und wir haben ein bisschen Sachen rausgefunden über ihr Zeug und mein Zeug, was zusammenhängt irgendwie. Und dieses ganze Projekt nennt sich wohl Projekt Roja. Das, so viel wissen wir heute. Und ja, ich habe tatsächlich was mit dem Militär zu tun. Das ist sehr witzig. Ha. Entschuldigung, du siehst echt nicht danach aus. Ja, ich weiß, dass ich danach aussehe. Das soll Also auch so sein. Matrix-Soldat oder was? Nein, da habe ich mich Gott sei Dank niemals drauf einlassen müssen auf so einen Scheiß, sondern meine Eltern sind mit der Gru verheiratet. Mit der Gru. Und ja, mit der Gru. Und ich bin auch eigentlich tot. Mein Original ist Ist tot. okay. Was ist okay? Ich glaube, er ist gerade überfordert. Du bist mit der Gru irgendwo verbandelt und du bist einer von so einem klitzekleinen Konzern, die Tochter. Ja, wir gehen auch Okay. nur kacken. Ja, ich meine nur, dass es Es ist halt so, du suchst ja bisschen nicht deine größer als Eltern raus, erwartet. oder? Nee, wir haben keine Ahnung, wie groß das Ganze ist. Das ist das Schlimme. Der Schnaps stößt mir auf übrigens, sorry. Prost. Ja, Prost. Prost! So. Naja, das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass, wie gesagt, da irgendwie jetzt, naja, die Leute offensichtlich hinterher sind. Also, diese Typen, die mit dem Projekt zu tun haben, offensichtlich hinterher zu sein scheinen, ihren Shit da wieder zu kriegen. Irgendwie so. Und das sind die einzigen, die sowohl wissen können, von meiner Verbindung zum Konzern wissen können und deshalb ein Interesse daran haben könnten, weil einer von denen derjenige war, also das nicht, aber weil da dieses Datenschloss herkommt, weil da Informationen von Jojo, diesem Projekt drauf sind. es könnte der Blossom wieder sein, ne? Ja, genau. Entweder der oder die beiden Ärzte. Ja, ich denke nicht, dass die Ärzte damit was direkt zu tun haben. Ich denke eher, der Blossom forciert das. So. Wenn Moment. du irgendeinen Namen kennst, den wir hier fallen lassen, dann wären wir dir sehr dankbar, wenn du das mit uns gleich teilst, ne? Das Ja, ist dir hoffentlich klar, klar. aber Danke. wer, welche Ärzte und was? Outgame davon war keiner Arzt. Einer war Geldgeber und der andere war Forscher. Oh, Forscher, ja, Forscher. irgendein Der war Forscher, welcher ein, Bereich? der hatte seinen Doktor und seine weiteren Qualifikationen auf dem Gebiet von Mycel gesammelt. Der hat was Biologe, erfunden. Verzeihung. Der Der hat hat auch viele die. Sachen mit Pilzen erfunden, ja. Und der hat auch die Scheiße mit dem Dings angestellt hier mit der Ölpest. Nee, der hat die Der hat die weggemacht, Pilze, quasi. der hat die, genau, der hat die Scheiße mit der Ölpest angestellt. Ah ja, okay, jetzt, so wie du es sagst, hätte ich es gleich begreifen Und müssen. uns Lanyelo Genova. 14.3., nee, 14.6.2013. Heute Pflegeheim in Moskau. Ah Naja. ja. Hast Schön. du verstanden jetzt? Alter, der Junge rastet vollkommen aus. Naja, so sieht's auf jeden Fall aus. Schöne Scheiße. Ja, da hängst du jetzt mit drin. Willkommen im Club Herzlichen nochmal. Glückwunsch, wir haben einen Ich schenk Gewinner. dann nochmal nach. Nimm mal die Pulle einfach und nimm einen dicken Schluck, Digga. So, das klingt jetzt echt vermessen, wenn ich das sage, aber magst du uns auch ein bisschen was über dich erzählen, sonst komme ich mir so blöd vor. Ja. Also mit der Sache, mit der man mich geködert hat, ist in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, hat man irgendwann meine Eltern erschossen. Ja, es ist an der Grenze, da passiert das häufiger.
War nicht so schön. Auf jeden Fall habe ich nachher irgendwann rausgefunden, dass die Leute, die da ein Exempel statuierten, zu irgendeiner bestimmten Sondergruppe gehören. Und mir wurden Was Informationen für über die. eine? Was für eine? Es ist eine Spezialeinheit von, also Söldner, das ist eine Söldner-Spezialtruppe, die halt bestimmte Aufgaben erledigt. Ich weiß selber noch nicht viel darüber. Okay. Das ist halt das Problem. Und man hat mir halt Hintergrundinformationen zu meinem verschwundenen Cousin, dem letzten lebenden Mann oder Verwandten, versprochen. Die 7000 und halt auch eventuell Informationen zu dieser Truppe. Woher können die davon wissen? Dass ich nach den Leuten suche? Ja. Das wissen ja ein paar Leute. Weil das ist der Grund, warum ich nach Moskau gekommen Von deinem Cousin auch? bin. Ja. Hast du ein Auch paar zwei. Namen? Ich will jetzt nicht irgendwie, aber ich möchte wissen, ob das irgendwas möglicherweise zusätzlich mit dem ganzen Shit zu tun haben könnte, mit dem wir da so zu Ja, tun haben. ich hab natürlich auch umgefragt. Also ich habe Leute gebeten. Sagst du mir einen Namen? Das meinte ich. Es war ein Herr von Nevori, die ich gefragt habe. Der hat mich. Wen? Fedor heißt der. What? Dam, dam, dam. Okay. Bekannt? Ja. Okay. Und mein Street Dog ist halt auch. Der wusste halt auch darüber Bescheid. Wie gut Also, kennst du deinen Street Dog? Wie gut kennst du Fedor? ich vertraue ihm. Wie gut kennst du deinen Street Dog? Wie gut kennst du Fedor? Also ich vertraue wirklich. Also ist okay. Ich habe mich Ja, umsonst das dachte ne, ich bei der Person, die mit der ich mich auf dem Bahnsteig treffen wollte, eigentlich auch. Deswegen frage ich. Das sind meine besten Kontakte hier. Neben euch. Wie lange bist du schon hier? 8 Monate. Dann Gruppen, ja, heißt das mittlerweile nix. 9. Ja, sie wurden. Also. Na, Fedor kann ich mir nicht vorstellen. Der mich nach Moskau gebracht hat, hat mich halt quasi als erstes nach Fedor gebracht. Das war mein erster Ansprechpartner hin. Und er ist ein netter Kerl. Aber das will ja nichts heißen. Wenn genug Geld auf dem Tisch liegt. Okay. Ja, es ist, Noch Fragen? Das war jetzt alles etwas verworren, deswegen ist, wenn du noch Fragen hast, frag. das ist alles sehr verworren. Wisst ihr, was für Daten die Ja. Leute suchen? Das sind die Daten, die bei mir auf dem Datenschloss sitzen, liegen. Ja, aber ich meine, wisst ihr, was da drin liegt in dem Ja, Datenschloss? mehr oder Wisst weniger. ihr? Ja, mehr oder weniger. Es sind immer mal wieder so Teile durchgekommen. Ja, du hast die Daten damals abgleichen können, aber nicht Ja. hundertprozentig verstanden, um was es geht. Ich habe nicht hundertprozentig verstanden, um was es geht. Nein, es geht um irgendwelche medizinischen Experimente, die irgendwie, ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang die stehen, aber naja, darum geht's auf jeden Fall. Es könnte mit einem Projekt Superman zu tun haben, soweit ich das Projekt rausbekommen habe. Superman. Im Zusammenhang mit Immunologie, Magietheorie und beziehungsweise angewandte Mykologie, also sprich auch auf Pilze. Und Es geht irgendwas irgendwie. mit Immun, irgend so ein Immunscheiße, Immunsuppressiva. ja genau. Immunsuppressiva waren's. Also die Und wollen. Cybertech. Es geht also um eine Entwicklung eines Implantats wahrscheinlich. Entweder sowas oder um irgendeinen genetischen Scheiß oder was weiß ich. Ich tippe auf genetischen Scheiß. Aber so ganz genau, wie gesagt, weiß ich das nicht. Da sind aus irgendwelchen Experimenten sind noch Restdaten da, die irgendwie im Zusammenhang mit Daten stehen, die jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch erhoben worden sind. Darüber habe ich halt rausgekriegt, worum es überhaupt gehen könnte. Okay. Tja, schade, dass du nicht mehr so gut mit deinen Eltern zu sprechen bist, ja, sonst hätte man dich ja fragen können. Ja, es wäre vielleicht eine echt beschissene Idee. So. Einfach mal Hallo sagen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich richtig viel wissen, oder? Jojo. Zum einen wissen die nicht wirklich viel, also wobei ich weiß es nicht.
Einzige, was die mir liefern können, ist das Ding für das Schloss. Also es ist der Schlüssel für das Datenschloss, aber sonst nichts. Aber ich kann und will nicht mit denen reden. Das ist die beschissenste Idee aller Zeiten. Das war mir schon irgendwie bewusst. Ich glaube, die sind auch ein bisschen besser geschützt. Pff, nein. Überhaupt nicht. Das ist alles easy. Also in der neuen Werbung steht, du kannst jederzeit jedes einzelne Familienmitglied anschreiben und die sind gern bereit, auf alle Wünsche, Fragen und Äußerungen einzugehen, echt? Hey, das sollte ich mal probieren. Ja, auch schon klar zu Hallo Mama. Lass den Scheiß. Komm, cool. Ernsthaft, dass ich das mache? Lass doch mal auf einen Kaffee treffen mit ihr. Ja, Mutterliebe. Voll die gute Idee, genau, Mutterliebe. Der war immer so viel da. Ach, egal. Meine Mama ist ganz lieb. Die liebste und beste Mutter der Welt. Aber wenn es um die dreckige Jojo geht, da ist Spaß rum, ey. Ja, und genau, warum bist du jetzt auf der... Also, warum bist du dich vom Crew getrennt? Ich hab mich nicht von der Crew getrennt, ich musste weg. Was glaubst du, was mit einem Technomancer so draußen in der Welt passiert? Die kriegen einen verdammt geilen Job. Ja. Damals noch nicht. Weißt du, hast du schon mal von einem goldenen Käfig gehört, Kaban? Ja, okay. Ich hab was mit dem Militär. Haben die scheiß Ärzte nicht sogar bei dir irgendwie vor dem vor Dings? Hattest du nicht irgendwas mit denen zu tun? Waren die nicht irgendwo bei dir? Sind doch keine Ärzte, hat doch vorhin die Ja, die Wichser erklärt. Halt, die mit diesem Projekt zu tun haben, Mensch. Das hört mit zu, der liebt mich doch. Ich liebe dich doch immer. Ich steck dir auch im Arsch quer. Das finde ich vernünftig. Ja. Nein, du meinst den Vermöge und ja, genau. Den anderen. Die standen bei mir, ja, vorm Krankenhauszimmer. Und meine Eltern wollten mir nicht sagen, was da gelaufen ist. Warum und wieso und überhaupt. Ich weiß nur, dass wir jetzt quasi auf einer Abschlussliste sind. So viel steht fest. Ich habe vor einer Weile eine ziemliche Datenanhäufung zu dem ganzen Thema angestellt und habe versucht rauszukriegen, was Sache ist. Ich habe meinen Vater darauf angesprochen, was Sache ist mit diesem ganzen Dreck. Und er hat gesagt, es gab niemals eine Kooperation zwischen Militär, dem russischen Militär und der Rabutnik. Es wäre jetzt erst angelaufen, es hat es vorher nie gegeben, wird es auch nie geben, beziehungsweise gibt es jetzt. Und er hat alles geleugnet. Und normalerweise würde er mir sowas sagen. Aber, meine Fresse, ich gebe mich hin. Nimmst lieber noch einen Schluck. Ja, ich nehme noch einen Schluck. Du klingst ein bisschen dumpf. Das liegt vielleicht daran, dass ich das Headset anders platziert habe. Das könnte sein. Weil ich keinen Bock mehr habe, den Bügelhörer auf dem Kopf zu haben. Da habe ich die Ohrstecker drin. So, und jetzt... Ja, jetzt mal klingst du besser. Hier. Muss ich lauter sprechen. Und ja, das ist auch eine Waffe. Wo war ich denn jetzt? Ja, auf jeden Fall ist es halt so... dass wir im Endeffekt nur den Blossom als Anhaltspunkt haben momentan und halt diesen Firmelke beziehungsweise den anderen, wie sie denn gleich wieder... Moment, ich muss meine ganzen Daten mal durchsuchen. Blossom, Firmelke, Jens Firmelke und... Frohsinger. Frohsinger, danke, genau. Albert Frohsinger. Und Slanja Loginova. Ja, ja gut, Slanja ist irgendwo in der Anstalt, das stimmt. Im Pflegeheim, das ist was völlig anderes. Ja. Die könnten wir uns auch noch zur Brust nehmen. Als allererstes werde ich mir beste Freundin zur Brust nehmen. Die kann uns bestimmt mehr sagen. Sprach sie und konnte kaum gerade sitzen. Ja. Du musst erstmal fit werden, Kleine. Genau. Da stimme ich Kaban zu. Eine Nacht schlafen, eventuell. Scheiß Idee. Cheffe, ich versuche übrigens die ganze Zeit irgendwie ausfindig zu machen, ob der Doc sich irgendwie wieder available zeigt. Dein Sprite ist noch auf dem Weg und erreichbar ist er nicht. Ich bin mal gespannt, wann dein Sprite macht Fortschritte. Aha. Das spürst du, weil du hast manchmal so ein leichtes Feedback von seiner Begeisterung, wenn er die nächste Hürde genommen hat. Dann aber hier Datenabgang quasi, also hier, da spritzt, also du weißt, wie ich meine. Braunes pure Verlangen. Freudenergüsse. So. Gut, also eure Kontakte wurden quasi dazu angestiftet, euch zu verraten. Vielleicht. Ja. Sind mittlerweile tot, eventuell. Scheiße. Sag mal, bist du dir sicher, dass dein Kontakt da nicht auch mit drin hängt? Nein. Ich meine, der hat dich doch letztendlich auch ins Nirvana-Kette hätte ich doch ins Nirvana geschickt. Ja, es ist möglicherweise, vielleicht auch nicht.
Vielleicht war ich einfach wirklich nur Ersatz, weil es war wirklich Glück. Oder Pech. Ja. Danke. Ja, trotzdem solltest du dir da zumindest drüber nachdenken, dass es gut sein kann, dass er da irgendwo noch, ne? Du weißt schon, was ich meine. Also Kontaktaufnahme unter absoluter Vorsicht. Ja, dem Jungen vertraue ich eigentlich ganz gut. Aber gut. Wenn genug Geld auf dem Tisch liegt. Ich glaube auch, hast du mit Ivanovic geredet? Ich? Ja. Natürlich, er hat mich angerufen. Okay. Ich habe direkt verbunden mit ihm gehabt. Ich würde jetzt auch behaupten, und Spieler, du kannst mich ja gerne jetzt verbessern, es war er am Rohr. Die Stimme war nicht zu unterscheiden, sag ich mal. Ja, aber das war doch auch eine Bildverbindung dabei, oder nicht? Nö. Was? Das macht er aber eigentlich nie. Hatte ich eine Bildverbindung? Ja. Bitte? Hatte ich eine Bildverbindung? Je nachdem, wie das dein Kontakt so hält, man muss ja nicht dauernd sein Bild, also sein Gesicht in die Kamera halten. So. Ja, aber gut, eigentlich nicht. Gib mal doch ein Küsschen. Also Professor Dr. Nikolai Ivanovic verteilt schon mal keine Küsschen. Ich weiß nicht, wie es bei Ivan ist. Das kannst du frei entscheiden. Wenn es seine Art ist, hat er auch eine Bildverbindung gehabt, ja. Dann wird er wahrscheinlich keine haben. Obwohl, ja doch. Kommt doch an. Je nachdem, in welcher Situation er gerade ist. Ich hab Matrioschka dahin geschickt. Ja. Alter. Ey, Spielleiter. Was? Nee, das hat die erfunden. Das sind Lieblings-NSCs, die du hier auf die Kippe stellst, ja? Düs. Sie hat schon eine böse Mutti. Glaubst du ernsthaft, ich hätte die zweite Mutti irgendwie? Also, jetzt mal im Ernst. Ja. So. Ja, gerade du. So, ja, stimmt. Einer muss ja. Du, hier fliegen Flieger täglich nach Deutschland. Flubi lässt mich rein. Ja, ne? Bestimmt. Die lässt mich rein. Das ist ja schön, dann vergnügt ihr euch, aber ich lasse sie nicht bei mir rein. Läuft. Düs, ich möchte dich, möchte ich das. Mach mal bitte Intuition und Intuition minus 1. Intuition und Intuition? Also 7 Würfe hätte ich auch einfach haben können, aber mach ich nicht. Schön. 3 Erfolge hier. Shit. Ich möchte dich an folgende Dinge erinnern. Achtung. Nehmen Sie bitte eine Waffe mit. So im Nachhinein. Das würde er normalerweise nicht sagen, ne? Nee, echt. Und passen Sie auf sich auf. Da hat er immer kurz irgendwie so zusammengezuckt. Ich meine, der Typ ist ja ein bisschen weird. Das musste ja vorhin nicht aufgefallen sein, aber. Was? Der ist so nicht weird? Das ist voll der solide Bro. Ja. Kommt immer drauf an, wo man den Maßstab ansetzt. Hinten, links, hinten, rechts. Er hat eine spezielle Art. Das ist ja auch das Liebenswerte an ihm. Aber er wich ein wenig von seinem normalen Verhalten ab. Sich überhaupt an so einem unsäglichen Ort zu treffen, sieht ihm rein gar nicht ähnlich. Die ID, die angerufen hat, war absolut 100% die richtige, ja? Ja. Und das heißt, es war nur möglich, dass jemand den Comlink von ihm gehijackt hat, richtig? Es kann auch möglich, dass ihm jemand eine Waffe gegen den Kopf gedrückt hat. Davon würde ich jetzt ausgehen bei der Beschreibung, ja. Wenn du es laut sagst. Nee, eigentlich eher nicht, weil wenn dir jemand eine Waffe an den Kopf hält und sagt, holen Sie die Person dahin, dann sagst du garantiert nicht, seien Sie bewaffnet, passen Sie gut auf sich, denn, weil ansonsten hast du nämlich ruckzuck eine Kugel im Kopf in dem Moment. Nee. Ja, ich sag's mal so. Nicht, wenn die dich da haben wollen. Der ist vielleicht ein Risiko für dich eingegangen. Und ich meine, wenn es gehijackt ist, hätten die ja auch nicht gesagt, nimm eine Waffe mit, oder? Nee, dann ja. Ich meine ja nur. Aber vielleicht ist er einfach auch nur ein dreckiger Wichser und hat dich verkauft, so wie alle anderen Spasten. Ihr könnt keinem trauen, vor allem nicht diesem Kaban. Schrecklich. Oder der, den will ich auch nicht da unten steht. Die Gänger sind immer die schlimmsten, Alter. Die Gangbanger. Die verraten ihre eigenen Leute immer sofort. Soll alles vorgekommen sein? Ich weiß. Dam, dam, dam. Oh, oh, oh. Ich geh nach Hause, ich hab keinen Bock mehr hier. Mach's, Judy. Tschüss. Gut. Okay. Er hat noch Hunger? Ja. Dito. Alles klar. Gut. Gibt's hier irgendwo, klar gibt's hier was zu essen, hier gibt's immer was zu essen. Ja, da vorne stehen Ravioli. Yay. Stimmt. Und erneut. Der Campingkocher flammt episch auf, um Ravioli zu kochen. Und wieso ist es hier eigentlich so kalt? Die Heizung ist nicht an. Die Heizung ist nicht funktionstüchtig, richtig.
Und bevor du da irgendwas reparieren willst in deinem desolaten Zustand, das liegt daran, weil das Haus einfach nicht an die öffentliche Versorgung angeschlossen ist, so im Ghetto. Oh. Und Fernwärme selbst noch produzieren oder so, das wird echt, also Abbruch. Gut, dann können wir uns schon mal darauf einrichten, dass es hier drin echt kalt wird heute Nacht. Können wir vielleicht da kann dein unten Kumpel schon ja Bescheid vielleicht sagen? Schlafsäcke besorgen oder sowas. Hier gibt es bestimmt welche. Die Tante da unten fragen, die am Eingang steht vielleicht. Was, wofür? Dass die uns Sachen bringt. Hier ist bestimmt irgendwo was. Ich schaue mich mal in der Wohnung um. Also, ihr habt dünne und dicke Decken, aber die, also falsch, ihr habt eine dünne und eine dicke Decke. Ihr passt nicht auf das Ausklappsofa alle. Das wird, Körperwärme. das könnt, also Sachen so gibt's zwar, aber also kuscheln klingt echt, aber vielleicht auch nicht ausreichend. Da müsstet ihr euch schon echt ineinander kuscheln, wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Kaban kriegt keinen Buttplug, das kannst du vergessen. Nee, den brauchst du ja jetzt. Hätte das auch anders Anfangs lösen nicht. können. Sandwich, Jojo, Mitte, meine Fresse. Stellt euch doch nicht so an. Oh. Die geht doch dazwischen kaputt. Kaputt. Ja, aber Ja, Schlafsäcke wären vielleicht ganz cool, wenn wir die organisiert kriegen. haben wir dich nicht in unserem Default Runner Kit? Nee. Ne? Jetzt aber Nee? gerade nicht dabei. Nee, Spielleiter. Nee? 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 Also sagen wir es mal so, dann wäre euer Default Runner Kit echt ganz schön groß. Ja, sicher. Ach so, Jojo ist ja ja. auch riesig. Ah ja, stimmt. Mhm. Also echt Schlafsäcke, das tut mir leid. Ich gönne einem von euch, passt auf, so ein Taschending, was du dann, ne, hier so ein Taschenwärmgerät. Das wird, glaube ich, aber euch nicht besonders weit bringen. Gut. Nee. Ach, du meinst so eins zum Knicken, was dann warm Ja. wird? Da hat Jojo, Billy hat dann einen Popowärmer dafür. Davon. Gut. Jojo steht auf. Jojo Geht? schwankt auf. Jojo Geht's setzt dir sich wieder gut? hin. Okay, es geht dir also nicht gut. Bleib noch Es ruhig. geht schon gleich, bestimmt. Ich wollte jetzt nicht Wally anrufen, eigentlich, und fragen, ob sie uns. Das wäre eine beschissene Idee. Das sage ich ja gerade. Hast du mir zugehört oder? Sowas, nee. Ich würde sagen, wir rufen erstmal niemanden an, weil wir wissen nicht, wem wir vertrauen können. Ja, doch, ich weiß, wem ich vertrauen kann, aber guck gleich mal irgendwie. Wer hat uns hier hingebracht? Dein Bruder. Bruder quasi, Ah, also alles er klar. ist ja nicht wirklich dein Bruder, also Doch ist es. Sag das nicht. ja, ich weiß nicht, also wie lange lagst du jetzt theoretisch im Krankenhaus? Also wie lange bist du jetzt verschwunden? Hä? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du schon auf der Straße lebst. Ich lebe gar nicht auf der Straße. Ja, von zu Hause weg bist, quasi. Seit ich 13 Also so circa bin. 5 Jahre, Kaban, 5 Jahre sind. Ja, das ist Maximal, Scheiße. maximal. Ja, Kaman guckt dich ein bisschen ab, muss dann an, so nach dem Motto, das kann ja nicht lange sein. Na, jetzt seit, warte. Na, seit ungefähr, also komplett weg, jetzt seit etwa 11 Jahren. Okay. Wow. Gut, dann ist es wahrscheinlich dein Bruder. Okay, Hä, ja. wieso wahrscheinlich? Hä? Ja, nee, also. Dann hast du Was ja habt ihr hier für eigentlich. Theorien? Ihr? Dann hast du ja Du? fast mehr Zeit mit dem verbracht als mit deinen Erzeugern. Na sicher. Siehst du? Deswegen, das ist, dann kann man dem ja auch wirklich vertrauen. Ja. Auf der anderen Seite hat sie mit ihren Erzeugern ja doch noch mehr Lebenszeit verbracht und denen kann man ja offensichtlich auch nicht trauen. Mann, 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 Mann. Schrecklich. Natürlich. Hä, was ist denn das überhaupt für eine Frage? Ja, nee, es ist, ich war nur ein bisschen, also es kann ja nicht dein Bruder sein, weil du bist ja weg und warst ja bei dir. Das ist alles neu für mich, Ist Entschuldigung. ja, ist es mein Bruder, okay? Alles klar. Cool. Gut. So, wer hat uns hergebracht? Gut, dann ist das hier auch erstmal dingsig und dann gucke ich gleich, dass ich irgendwen erreiche, der, wo wir vielleicht mal einen Schlafsack kriegen oder was, irgendwas, eine Decke. Wäre ganz praktisch, also wir müssen auf jeden Fall oder ein bisschen was zum Verbrennen, dass wir hier Feuer machen können, damit wir ein bisschen heizen können. Also Ja, Dänisch Eges hat lässt das sich ja schon mal gemeldet, bestimmt. oder beziehungsweise, dass wir nochmal anrufen sollen, wenn sobald die andere wieder wach ist. Die Truse. Spielleiter.
Ich habe gerade einen Löffel geholt. Kannst du bitte das nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, hatte der nicht eh gemeint, dass wir uns nachher nochmal melden sollen, sobald die Dröse wieder wach ist? Ihr sollt sagen, wer die Scheiße eigentlich angerichtet hat. Und dann würde er mal ganz kurz bei der Person vorbeischauen und freundlich nachfragen vielleicht. So ungefähr. Ja, dann muss im Endeffekt zwei Namen zu Alex gegeben werden. Einmal Matrioschka und einmal Dr. Ivanovic. Dickedang. Ich glaube nicht, dass Schön. man denen die Namen geben sollte jetzt gerade. Was? Wieso? Wieso nicht? Jetzt meinst du das? Also, die haben dich hier ein 5-Sterne-Hotelzimmer hingestellt und du bedankst dich nicht mal, Alter. Kann nicht Hä, was sein. ist mit Ja, aber Namen? dann könnt ihr eure Connection streichen, wahrscheinlich. Was davon lief Nein. jetzt OT und was lief IT? Momentan gerade nix IT eigentlich. Okay. Das war mehr Brainfarting in the off-topic. Ja gut, dann würde ich sagen, besorgen wir uns erstmal das Nötigste, damit wir hier ein bisschen über lachen können. Und dann müssen wir mal schauen, warum die Leute, denen wir vertrauen, nicht mehr so wirklich vertrauenswürdig sind. Ob da einfach nur Geld auf dem Tisch lag und shit happens. Nee, nee, nee. Hörte sich irgendwer von den Connections komisch an, mit denen ihr Ja. telefoniert habt? War da ja, sagst du. Ja, sag ich. Na, dann war wahrscheinlich da irgendwo eine Knarre in den Rippen oder sowas. Das ist das Wahrscheinlichste, ja. Aber ich möchte genau wissen, jetzt in welchen Umständen, ob die Gefahr für die gebannt ist oder ob die jetzt immer noch in der Scheiße kleben, weil dann möchte ich die gerne rausholen. Ja. Gut. Also, du sagtest Doktor sonst irgendwas. Den Namen habe ich jetzt irgendwie nicht mehr ganz auf der Kette. Wird wahrscheinlich ein Street Dog sein. Wart ihr nicht sogar schon zusammen irgendwie bei dem? Ja, aber ich muss mir den Namen nicht merken. Das ist richtig. Hättest du mal gemacht? Wobei Hätte ich mal sich gemacht. Professor Dr. Nikolai Ivanovic irgendwie doch einprägsam anfühlt für mich. Ja, ist richtig. Du bist ja so ein No-Brainer, Alter, und du kannst mal sowieso die Fresse halten. Das war so Hallo. schön. Das war Orks so sind halt nicht schön. so schlau. Das ist ein weit verbreitetes Gerücht und soweit ich weiß, hast du volle Logik. Ja, habe ich auch. Na, siehst du. Ja, also deins war auf jeden Fall ein Street Dog. Bei mir auch. Das war bei dir der Fall? Als Schieberin. Eine Schieberin, okay. Aber die hört sich nicht komisch an. Die ist aber auch ein abgefickter Hund. Die ist bald ein toter, abgefickter Hund. Im positiven Sinne war gemeint. Gut. Dann würde ich sagen, wir verbringen erstmal heute Nacht hier, die Nacht hier. Holen uns Informationen, wie es unseren Leuten geht. Ob Also, es denen überhaupt noch geht, ne? weiß schon irgendwer, dass Richtig? die Nummer. Ja, klar, wissen die, dass die Nummer schiefgelaufen ist. Haha, herzlichen Ja, ich Glückwunsch. habe meinem Kontakt gesagt, so, sorry, schiefgelaufen. Alles Ging um klar. eine Freundin. Das heißt, Ja, jeder jetzt ist weiß, eh dass wir schon noch spät leben. genug. Ja. Ja, das, ich muss ihm, ich muss mich ja irgendwie vor ihm rechtfertigen, weil Alles er hat mir den Job easy. ja geschafft. Du hast eh nichts gewusst, also jetzt mach dir mal Zu keine dem Sorgen. Zeitpunkt kein Stück, Ja. nee. Wer ist denn? Ey, Dellinger, Ivan! Ivan ruft dich an, Junge! Ich Der stopp hat sein kurz. Comlink aus, dachte ich. Ich dachte, er hat's neu Ja. gestartet. Ne, wir Nein, haben's ich hatte mein ausgemacht, Comlink so Gespräch. ausgemacht. Dann hast du dich geirrt, du dachtest, dein Comlink klingelt, aber offensichtlich war das einfach was anderes. Schade. Schade, ja. Es Es sei sei denn, denn, er er macht stellt es an. irgendwann wieder an. Nee. Dann sieht er verpasster Anruf. Ja, Ja. das siehst du dann. Wie funktioniert einer der Weihnachtsrunde? Sehr schön. Ist ja so eine Weihnachtsrunde, die singt hier irgendwie Jingle Bells und plötzlich. Jawohl. Die fängt an, Ah, hier schön. von Braus vom Walde zu rezitieren. Präzisieren, oh ja. Die singt Ja, ihr gut. Kinderlein komm mit, wenn die Weihnachtsglocken läuten. Ich gehe mal davon aus, dass ich erstmal nicht auf dem Schirm war von den Leuten, die hinter euch her sind. Weil Davon ist auszugehen. damit habe ich nichts zu tun. Aber wer wollte dich in die Luft jagen? Ja, ganz normales Johnson-Gebaren. Naja, aber Muss ich eigentlich nicht nicht bezahlen? üblich. Gute Sache. Spuren verwischen. Aber es ist nicht üblich. Das ist richtig. Also ja, aber dann muss er ja schon echt, also, ne? Sagen wir es mal so, du bist definitiv mehr wert als die 30, 40.000, die wir da hätten kriegen können. Maximal insgesamt. Yay, ich bin eine teure Hure. Sie grinst. Ja, also von dem, was ich jetzt weiß von dir, Respekt, also ich glaube, dass deine Familie wird wahrscheinlich ziemlich viel bezahlen. Prominenten Porn, jetzt auch bei den White Russians.
Also vielleicht kann einfach sein, dass sie sagten, okay, bevor das rauskommt, wer du wirklich bist, dass sie dann einfach die Leute hinterher, ne, wegjagen. Ich glaube nicht, dass meine Familie da wirklich mit zu tun hat, mit der ganzen Chose, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich sage ja nur, ich glaube nicht, dass die was damit zu tun haben. Offiziell. Ich hab's mal Offiziell. nachgesehen, Dunkel. Ansonsten muss ich da, glaube ich, ich glaube, wir brauchen einfach mehr Infos. Ansonsten werde ich auch da nochmal vorbeischauen müssen, irgendwann. Können wir jetzt Wenn uns du drauf willst. einigen, dass wir uns alle jetzt nochmal hinlegen und sobald wir Schlafsäcke haben und Kaba dann das Klo reinigt und wir dann schlafen? Nein? Das war echt solide untergebracht. Autosuggestion. Das Schöne ist, ich habe nur in dem Moment gerade gelesen und einfach gerade nicht wirklich zugehört, was du Ja, gesagt hast, aber fangen alle ja, an zu ja, lachen. ja. Ich glaube, du hast gerade bei Steinschere Papier verloren, meine Recht. Ja. Echt? Okay. Ohne Boden. Was ist passiert? Oh Also, nein, nicht das ich Klo. glaube, ihr habt euch gerade darauf geeinigt, dass du das Klo putzen musst, meiner. Nein, 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 nein. Flomi. Das doch, das war gerade echt. Du hast zugestimmt. Du hast so. Ich bin so evil. Das war echt schön. Darfst du auf die Scheiße. Schulter klopfen, bitte? Ich muss mir das quasi. Wie spät haben wir das? Welche Folge wird das dann sein? Ach Gott, ich muss mir das dann irgendwo mal anhören. Ja, klar. Das merkst du dir bis in 4 Monaten. Natürlich, ja. Schreibe ich mir jetzt auf. So. Scheiße, der Junge kann schreiben, das hat ja keiner wissen können. Das war doch Aufnahmeprinzip, dass er nicht schreiben kann. Trolli, was hast du denn da wieder Ich hab nicht angestellt? aufgepasst, Entschuldigung. Schon wieder nicht. Was Hart soll denn das enttäuscht, hier? Kannst hart du schreiben enttäuscht. oder was? Na klar, Schreibmaschine. Ihr wisst aber schon, dass ich Juti, mich hier ihr habt quasi euch gerade darauf schriftlich quasi geeinigt, bei dass euch ihr euch beworben alle habe. erst, dass ihr euch alle erstmal hinlegen wollt und Kaban putzt das Klo und dann seht ihr weiter. Ich glaube, das war der Plan. Gute Idee. Gut. Das heißt, Billy, du kümmerst dich jetzt darum, dass hier irgendwo wir Ähm. einen Platz finden, um irgendwas zu machen. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir Decken oder Schlafsäcke oder so einen Scheiß kriegen. Ernsthaft, Und Leute? dann. Ich muss mich jetzt ums Klo kümmern. Du bist der einzige Kerl hier. Du hast die längsten Arme. Ihr seid mir eine Weibsbilder. Mach das mit Billy aus. Jojo Du. steht Was? wieder auf. Wieso mit mir? Asoziales Miststück, echt. Eine Guck dir mal schlimmer deine als die Haare. andere. Echt? Deine Haare sehen ja schon aus wie eine Ja, Kloschüssel. sie ist zerschossen. Ich habe sie gerettet. Du hast so nichts gemacht. So. Bitte? Hast du eine Ahnung? Los jetzt. Schnick, schnack, schnuck. Ey, ich hab euch aus der Gefahrenzone rausgebracht. Außerdem habe ich schon gewonnen. Wie hast du gewonnen? Wo hast du gewonnen? Sehe ich nichts von. Hier. Ja, Kennst du ich Schnick, bin schnack, schnuck? schon gewonnen. Schreib in den Chat, was du machst. Los. Zwar an mich am besten, sonst nicht, dass einer schneller ist. Bester von drei, quasi. Bester von drei, wie lange willst Hä? du das machen, Alter? Echt, ohne Witz. Und Jojo steht warum wieder jetzt auf nur und ich? kümmert sich drum, dass sie runtergeht, um irgendwer sagt ja, dass draußen jemand ist. Ja, aber ich erwarte hier jetzt noch, ob hier was passiert. Ich glaube, die streiten sich einfach noch ein bisschen. Ja, Jojo kümmert sich da jetzt nicht drum. Jojo schleppt sich irgendwie runter. Ja, ja, Ja. ja. Okay, ich weiß jetzt schon, Dys hat zwar nichts geschrieben, aber ich glaube, der Dinger hat jetzt schon verloren. Also. Super. Du bist unten, ja. Swante, chillt hart. Ach so, Entschuldigung. Hey. Hi, also, was ist denn das jetzt hier? Hä? Was? Ich höre da irgendwie durch das eingeschlagene Fenster was von Klo und spielen die irgendwie Steinschere Papier. Was schleppst denn du hier eigentlich schon wieder an? Also Wieso? abgesehen von dir, du schleppst dich ja auch irgendwie halb rum. Naja, die machen gerade untereinander aus, wer sich um die Sanitäranlagen kümmert. Wie was? Ums Klo. Ah. Das wird doch mal Zeit. Ihr seid schon mindestens eine halbe Stunde hier und es stinkt immer noch wie Sau. Ja, eben. Und die dürfen sich jetzt drum kümmern, wer es sauber macht. Das klingt gut. Das fand ich auch. Sag mal, habt ihr hier noch irgendwo in der Nähe einen Schlafsack oder irgendwie sowas in der Art? Ansonsten wird es ziemlich kalt die Nacht über. Ist doch nichts mehr oben. Nee, also da ist noch ein dünner Schlafsack und eine Decke, aber es ist echt wenig für eine nicht gehende Heizung. Du gehst eine Etage drüber. Da steht ein Ölradiator, da wohnt irgendjemand, da sagst du Eigenbedarf und dann nimmst du das mit. Gut. Das wird ja wohl reichen. Ja, das müsste dann Wenn gehen. nicht, er hat bestimmt doch irgendwelche Decken und so einen Scheiß, sagst du nochmal Eigenbedarf und nimmst du das mit.
Naja, ich wollte nur wissen, ob es hier im Haus sowas überhaupt gibt. Naja, klar, irgendwo wird es schon was geben. Wenn nicht, geht's zur nächsten Wohnung. Ja, passt schon. Brauchst du noch irgendwas? Ja, Abschminktücher oder sowas? Sag mal, wie lange können wir uns jetzt? Dich doch nicht. Ach, das wird schon. Nimmst du halt eine Decke oder sowas. Kann ja nie wissen, was du hier für Ansprüche mitbringst. Ich? Ja, mitbringst, Ja, ich Mann. weiß, was ich mitbringe. Ja, die sind schon ganz okay. Dann will ich das mal glauben. Achso, Moment. Was? Du siehst aus wie tragen. Ja, nimm dir halt einen von den Bindis, sondern hast halt tragen. Naja, passt schon. Und, Moment, habt ihr eigentlich, habt das jetzt noch nicht geguckt, habt ihr alle euer Comlink ausgemacht? Ja. Und jetzt erklärt ihr mir noch, wie ich euch irgendwie Bescheid sagen soll, falls irgendwas ist. Warte. Du kannst Billy Bescheid sagen. Ja, ich kann auch mein Comlink wieder anmachen, das passt schon. Ist immer neu gestartet, das geht. Na, siehst du. Jojo, mach den Comlink wieder an. Gut. Alles klar. Stehst du noch hier rum? Kommst nicht die Treppe hoch oder was? Postenarschtritt. Ich Sag hab noch mal. einen. Also, langsam, ne? Wessen? Mutti? Oh. Jojo nimmt ab. Scheiße. Oh, die klingt schon Warte, wieder warte, gut warte. Nein, gelaunt hier. das Lachen gehört nicht dazu. Abbruch, warte. Sehr schön. Ja, Jojo guckt schon wieder so, als ob dich irgendwo eine Fensterscheibe zerspringt. Sie hat aber keine Bildverbindung an. Jojo. Jojo. Hörst du mich? Jojo. Kannst du mich hören? Sie. Ich glaube, die sind noch da. Jojo. Das Gespräch bricht ab. Das passt ja jetzt ein bisschen zu gut. Was? Jojo traut dir nicht. Was? Sie guckt gerade ganz kurzzeitig so, als würde sie ihr. Sie macht ihr Comlink nochmal aus. Und wieder an. Guckt gerade ganz kurzzeitig so, als würde sie gleich mal ganz kurz das Comlink durch die Gegend schmeißen. Macht sie aber nicht. Geht die Treppe hoch. Übrigens, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Gaban, beziehungsweise Denninger, hast du in deinem Ja. Leben schon mal Papier, Stein, Schere gespielt? Ja. Kannst du mir erklären, wie man mit einer Schere gewinnen soll? Man weiß doch, der gute alte Stein verliert nie. Wieso? Ja, eben. Es Billy sei denn, du hast hatte einen Idiot, Stein der und Papier du spielt. hast Schere. Jetzt erklärst du mir mal, wie du das gedacht hast. Ja, aber. Ich hab mir Nee, gedacht. nix aber. Ich glaube, das Klo ist jetzt echt, Scheiße. ja, das ist scheiße. Bis oben hin. Verdammt. Dann hörst du von oben auch ein lautes Fuck, Scheiße, verdammt. Jojo Während du wieder muss ein hochhörst. bisschen grinsen. Mann! Ihr könnt wirklich die Köpfe hacken, oder? Was? Na, sagt man doch. So. Das weißt du nicht? Ich wollte es ja nur mal bestätigt haben. Also ihr könnt das wirklich? Das ist schon scheiße, Mann. Natürlich. Warum setzt du das nie allen ein? Ich tue das, aber ich kann das nicht immer. Nur bei mentalen schwachen Geistern. Oh! Er putzte das Was? Klo. These aren't the droids you're looking for. Mental schwachen Geistern, was soll das denn jetzt heißen? Das Klo ist immer noch dreckig. Oh, Schätzelein. Sei froh, wenn Ja. ich das nicht gleich mit dir putze. Hase Muckel? Soll ich deinen Kopf wieder hacken? Ich weiß nicht, ob du das wirklich kannst. Jetzt auf einmal weiß es nicht, ob ich es kann. Es war gerade eigentlich nur so, hey, war das ein so. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Versuch es, lass mich Polka tanzen oder sowas. Nö, gerade keine Lust. Ah, siehst du? Ist zu dreckig bei dir da noch. Was? Mein Mind ist dreckig, oder was? Bitte? Ja, Mein weil Mind das ist zu Klo immer noch dreckig. nicht sauber ist. Ja, nee, ist klar. Nur harte Arbeit reinigt den Geist. Ja, okay, weil du gewonnen hast. Aber ich hab dich im Auge. Wenn du nochmal meinen Kopf hackst, dann weiß ich Bescheid. Kaban umarmt, nee, Kaban. Billy umarmt Kaban und küsst ihn auf die Wange. It's guy love. Da ist nur wahre Liebe, Between gibt's nur unter two Männern. guys. I don't So, wanna know who's Jojo kommt Das kurzzeitig willst wieder du rein gar und nicht sehen, meint, sonst watsch ich die Heine. Jojo kommt kurzzeitig wieder rein und meint, kommt der jetzt, habt ihr jetzt ausgeknobelt, wer von euch sich drum kümmert? Du siehst einen Kopf aus dem Klo kommen. Ja, haben wir.
Alles klar, Billy, ich brauch mal deine Hilfe. Also aus dem Kloraum, nicht aus dem Klo, ne? Kaban sitzt in der Schüssel. Der Arme, der hat's falsch verstanden. So wurde ich ja damals auch hier geboren, wisst ihr? Nicht lieb. Ich war nur zu groß, ich hab nicht mehr durchs Rohr gepasst. So. Der Liebe, ja. wir lieben dich, alles safe. Alles gut, ja. Deswegen hat er ja auch gerade einen Bussi von Billy bekommen. Oh. So süß. Ja, total toll. Also Jojo hat jetzt gefragt, was da los ist, und Kaban guckt mit dem Kopf aus der Kloschüssel raus. Nein, aus dem Klo, also aus dem eigenständigen Raum, dem Badezimmer, danke. Guck mal den Kopf raus. Ja, haben wir. Übrigens, in dem Moment, wo du dir die Mülltüte, die da rumlag, über den Arm gestülpt hast und in diesem Rohr rumfummelst, ist dir klar, dass du diesen Gestank, der jetzt an dir haftet, in den nächsten Tagen nicht loswerden kannst. Ja, das wird so wahrscheinlich toll sein. Jetzt übertreib das. Es gibt hier keine funktionierende Dusche, das. Oh mein Gott. Waschbecken kommt so... Ja, gut, da ist schon ein Wasserstrom, aber der ist nicht so dick wie dein kleiner Finger. Also ist echt Billy, nicht viel los hier. Billy wird sich wieder pudern. Billy, kommst du mal mit hoch? Ich brauche irgendwen, der mir tragen hilft. Ja, ich komme. Gut. Jojo geht hoch, klopft an die Tür, also eher so mit die der Die Tür Faust, öffnet halt. Sich beim ersten Berühren. Das Schloss Ach. Muss wohl irgendwie vergessen worden sein. Gut. Wenn ihr euch ein bisschen umguckt, findet ihr in der Küche jemanden, der nochmal bestimmt eine... Also der hatte keine Angst vor zu viel Spaß und ist dann auch irgendwann an den BTLs quasi verendet. Der liegt da echt in einer guten Position, total verkrampft, Augen aufgerissen, oh. Mund mit so einem leicht angegeilten Grinsen, weil BTL halt, da ist schon eine ganze Menge Spaß. Und der ist ganz gut ausgerüstet, also der hat tatsächlich einen Ölradiator oder sowas in der Richtung, vermutlich eher mit Elektroscheiß. Irgendwelchen Akkus und so ein bisschen Decken und sowas findet ihr schon genug, um da einigermaßen zu überleben. Die Frage, funktioniert hier oben der ganze Shit? Das Klo ist sauber. Alles klar. Klo? Ja, das hat damit nichts zu tun. Das Klo, also die Schüssel an sich wurde entfernt, da gibt's ein Loch. Oh. Ja, das muss man aber nicht putzen, oder? Na, das stinkt, glaube ich, noch wesentlich sag mal mehr so, als also ein Klo, wenn da kein Wasser drin steht, stinkt Inhalt das bestialisch. Des Loches wurde immer wieder mal auch in die umliegenden Bereiche verteilt, und mit umliegende Bereiche meine ich nicht nur in dem Raum, in dem dieses Loch existiert. Sag doch einfach, die Wahl, dort einzuziehen für die Dauer des Daseins, ist nicht unbedingt eine Option. Das will ich euch nicht immer so verbieten. Ihr könnt da auch gern rein. Ich sage nur, der stand mit den Füßen in der Scheiße offensichtlich und ist damit rumgelatscht, weil er BTL-mäßig sowieso nicht mehr mitkriegt. Gut, aber dann kriegen wir da, also Jojo guckt jetzt mal nach sauberen Decken. Ölradiator ist schon mal eine gute Sache. Und wenn der da noch irgendwas hat, was wir unten nicht haben und was wir gerne hätten. BTLs? Ich wusste es, dass er es sagt. Ich wusste es. Noch mehr Schnaps? Ja, Schnaps ist gut. Ja, da hat Jojo jetzt nicht so viel Bock drauf. Denkst du bitte auch mal an die anderen? Ach ja, dieses Heizungsgerät ist echt ganz schön schwer. Und Jojo tragen? Nee. Also du kannst vielleicht so zwei Decken über die Schulter legen, aber das wird schon anstrengend. So ungefähr. Nein, es geht eher um, naja gut, wenn er so BTL-ig war, dann wird er wahrscheinlich auch wenig Nahrung im Haus haben. Was für ein Ding? Nahrung. Kenn ich nicht. Ja, dachte ich mir. Aber irgendwas halt, was wir jetzt brauchen können, das kommt dann jetzt erstmal runter. Gut. Werden solche, wo kann man denn die Leiche, wobei da ist es da jetzt wahrscheinlich kalt in der Wohnung, oder? Na, so kalt wie draußen. Ja, dann ist sie tiefgefroren, die Leiche. Ja. Gut. Aber es gibt doch hier bestimmt noch irgendwas, womit wir das kaputte Fenster, was oben ist, reparieren können. Werkzeug? Werkzeugplane. Ein bisschen Hammer oder so. Also du kannst ein Stück aus dem Boden rausreißen und das dann damit abdecken, das Kinding. Alles klar. Das ist so eine Art, dieses Plastikbelag da, Bodenbelag. Ja. Gummi. Gut, Mold. Was auch immer, auf jeden Fall, Hauptsache das Fenster EVC. Ist dicht, damit es da nicht so ewig kalt wird und möglichst mehrere Schichten so, dass man irgendwie, ne? Da ist noch was euch gefallen könnte. Da ist schon in der perfekten Größe, liegt da vom Spiegel abgebrochene Scheibe. Nur falls ihr plötzlich denkt, wir haben nichts könnte... dabei. Ja, ich meine ja nur. Bei euch ist es aber sehr selten, dass ihr nichts dabei habt. Das behaupten die, damit die dir nichts abgeben müssen. Hodendrogen hat sie immer dabei. Nee, Jojo ist jetzt gerade nach viel, aber nicht nach Alkohol und nicht nach Drogen. Abbruch. gut, dann wird der Kram jetzt runtergeschafft. Ja, ihr hört euch nur wieder mal, also sobald ihr unten seid, so ein Fluchen aus dem Badezimmer. Finden wir irgendwas, was es Kabern leichter macht? Ein Plömpel. Nein.
Danke. Eine Atemmaske. Eine Gummihandschuhe. Nein. Komm schon, nein. Gummihandschuhe. Nein, er hat die Mülltüte. Oh. Was will er denn noch? Eine Schürze. Ja. Ha! Kannst du haben. Eine Plastikschürze bringe ich dir mit. Das ist so unwahrscheinlich freundlich von dir. So bin ich. Findet noch 4 Perlenrohrreiniger. Allerdings sind super. 4 Perlenrohrreiniger nicht gerade viel. Besser als nix. Das kann man hinterher dann reinbasteln. Mhm. Dann macht Jojo nochmal kurz das Fenster auf. Fenster auf? Wie stellst du das vor? Denkst du, die Fenster kann man aufmachen? Nee, stimmt. Du hast recht. Gut. Also ihr richtet euch richtig gemütlich ein. Wird die beste Nacht eures Lebens, glaube ich. Klar, es wird voll warm. Weißt du, hätte Karman wenigstens seine Gummipuppen dabei. Ja, ne? Alle, ich habe sie ja nicht umsonst besorgt. Dann hätte man noch kuscheln können. Quietscht genau, so kuscheln. Ja. Ich hätte eine angezogen. Hättest da deinen Arm reintun können, damit das Klo putzen. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Und was lernen wir daraus? Immer mal eine Gummipuppe einpacken. Jawohl. Gummipuppen sind durchaus sehr wichtig. Jojo geht übrigens zu Billy. Dann, irgendwann. Hm? Meint, du, gibt es eine Möglichkeit für dich festzustellen, inwiefern ein Comlink irgendwie... Pass auf, ich habe vorhin einen Anruf gekriegt von Matrioschka und sie wollte irgendwie irgendwas erzählen von mir. Ja, bist du da? Scheiße. Und Verbindung abgebrochen. Ich will wissen, ob das stimmt oder ob sie mir was vorgemacht hat, weil das du kam meinst, jetzt ein bisschen spät. Du meinst Videoverbindung? Nee, keine Videoverbindung, sondern ich will wissen, ob ihr Comlink noch da ist, ohne dass ich sie anrufen muss. Ja. Oder ob sie, und wenn, vielleicht sogar, ob sie ein zweites Comlink irgendwo hat und jetzt einfach ein anderes benutzt. Ein zweites wird vielleicht etwas schwieriger, was erste und wer da noch mit, also was da noch für Comlinks in der Nähe sind, lässt sich rauskriegen. Und auch eine Bildverbindung könnte ich herstellen. Na, das Ding ist, dass ich der Meinung bin, wenn wirklich irgendwas gewesen wäre, dann wäre das zu spät. Dann kam das zu spät. Entweder vorher oder gar nicht, aber nicht so, dass es... Naja, wenn sie keine Zeit hatte, ihr Comlink irgendwie zu benutzen, aber gerade mal einen Moment unbeobachtet war. Glaube ich nicht, die Mühe macht sie sich nicht. Wieso die Mühe macht sie sich nicht? Weil ich sie nicht so gut kenne. Ist das nicht die, die dir immer die Suppe bringt und Scheiß macht mit dir? Die hat ihr letztes Mal den Stockfisch angelabert? Jojo, mach mal bitte mal Menschenkenntnis jetzt. Echt? Also jetzt. Jetzt hackt's aber aus hier, Alter. Ich gönne dir ein... Sag drei mal. Erfolge hat sie gewürfelt mit SR8. Hm. Sie natürlich deinen Schaden ja auch nicht ab jetzt. Achso, soll ich den abziehen? Naja, sagen wir mal, du kriegst schon... Hast zwei Erfolge. Damit kann ich mich zufrieden geben, weil minus 2 hast du auf jeden Fall noch. Das, was Billy sagt, leuchtet schon ein prinzipiell erstmal. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, die besteht. Und zweitens, wieso traust du ihr jetzt nicht zu, dass sie sich die Mühe macht? Ich meine, wo kommt denn das plötzlich her? Auf der anderen Seite weiß man ja auch nie, die Mütterchen, die sind ja, man kann sich halt nicht sicher sein. Ich meine, also, es ist nicht schwarz und weiß. Du kannst jetzt nicht sagen, nee, die macht sich die Mühe nicht. Das wäre wirklich unverschämt dieser netten jungen Frau gegenüber. Na, wie schwer die es hat mit so großen Brüsten, ne? Sagen wir es mal so. Das letzte Mal, wo eine ähnliche Situation aufgekommen ist, wo bei der Jojo dann nach Moskau gekommen ist, aus St. Petersburg wegging, hat sie mit dem Mädel sogar zusammengewohnt, die hinterher irgendwie, ne? So, du meinst, Jojo ist gerade etwas befangen. Du meinst einfach, jeder ist böse. Das finde ich wieder, damit kann ich leben. Okay. Billy, du bist die Nächste. Zum Glück ging es Jojo ziemlich, ziemlich schlecht. Ansonsten hätte es sein können, dass es ein bisschen ausrastet. Ah, das wird es. Er hat jetzt aber auch kein Lachen gehört, oder? Nee. Hm. Böse Sache. Billy macht sich auf die Suche nach Matrioschkas Comlink in der Matrix. Ja, und wenn Karban irgendwann fertig ist mit der Scheiße, in der Scheiße zu wühlen. Du, das dauert echt ganz schön lange. Billy wird eher fertig sein. Matrioschka ist in ihrer Bäckerei wie immer. Mhm. Ja, was machst du dann? Dann werde ich quasi nochmal die Waffen, also ne, durchchecken, etc. nochmal durchladen mit der neuen Munition, also richtige Munition reinpacken und so weiter und so fort. Halt Ablenkung und Vorbereitung treffen. Die. Nachdem ich natürlich so gut wie möglich gewaschen habe von dem Scheiß. Ja, das, mit Schnaps abwaschen ist, glaube ich, ganz gut. Sagst du, habt ihr echt genug. Sagst du, Jojo, dass sie in der Bäckerei ist?
Billy fragt gerade noch den großen, allmächtigen Intranet-Gott. Das habe ich nicht verstanden, was der Satz mir vermitteln soll. Mag, Hör- oder Bildverbindung haben. So. Lass das jetzt nochmal gleich durch deine grauen Überwachungskameras. Oder auch Comlink. Was spricht denn dagegen, dass Comlink mal zu zapfen? Du musst schon zugeben, dass Mark Hör- oder Bildverbindung haben sich nicht im ersten Moment erschließt. Wie bitte? Also ich habe das verstanden. Danke. Danke, Danny. So, Karaban, ich glaube, das Klo kommt noch ein bisschen, da musst du noch mal kurz nachlegen. Da kam gerade mal ein schöner Schwall eben hoch. Oh, Junge, das ist von oben nachgerutscht aus dem Loch. Mann. Also du magst jetzt quasi in das Comlink eindringen und dort feststellen, was die Umgebung so preisgibt. Ich möchte in das scheitende Comlink. Nachdem du mir nichts vom Doktor erzählst, gehe ich jetzt in die Sau rein, Alter. Das ist Bright aber mutig, das zu hacken. Bitte, was ist das? Was? Ich dachte, mutig, das zu hacken. Wieso? Weil es eine scheiß Schieberin ist. Die wird schon wissen, worauf sie achten muss. Lass mich kurz überlegen. Er hasst mich gerade, weil ich das gesagt habe. Selbstverständlich ist Matrioschkas Comlink dargestellt wie eine scheiß Matrioschka-Puppe. Also anders geht's ja nicht. Die wichtigen Sachen sind natürlich dann im Inneren mit ganz viel Liebe umgeben. Die Firewall ist eine Schicht aus Liebe. Wie sieht denn Liebe im Internet aus? Rosa-Wölkchen. Pornos. Pornos, danke, Teddy. Bitte, wir reden hier von Liebe und nicht von Fleischbearbeitung, ihr vulgären Schweine. Nein, Düss. Google mal nach Liebe. Du bist im Internet. VR-Düss. Das heißt, Schweine. Du bist sogar Hotsim. Du kannst nicht die Liebe sehen, du kannst sie fühlen. Oh, ich krieg Hörnchen. Nicht die Liebe, Düss. Ach so, shit. Ich kenne keinen, alles safe, komm. Jetzt stell mal sich vor, der Ohr kommt angepisst, quasi mit einem Arm voller Scheiße aus dem Klo. Bedürfnis, ihn zu wickeln. Und der Typ liegt auf der Couch mit einer... Typ? Was für ein Typ denn? Und die Frau, quasi. Der Typ! Die Frau liegt auf der Couch mit einem Außenkopf, Düss. So, Düss, du willst mir doch jetzt mal einen Wurf hinlegen, ja? Möchte ich das? Ja, und Minus 2 plus 2, ne? Minus 3 plus 2, weil, wie heißt das gleich? Na, hier, nicht so tolle Matrix-Verbindung an ihrer Seite. An ihrer Seite in der Bäckerei? Hm? Ah, hör mir auf hier, das gibt's doch gar nicht. Doch. Rauschen und so. Gibt's ja wohl. Ach, Rausche, wenn sie explizit, rauscht hier. Wenn sie explizit drauf achtet. Ich rausch dir gleich mal eine. Oder was? Vergiss es. Ah, ja. Du möchtest jetzt also echt einen SR7 von mir. Ja, ich nehme auch einen SR6. Und ich gebe dir 3 Erfolge dafür. Und du 0. Ah, oh, da habe ich ja schon wieder einen Mark. Ja, tschüss. So, Bild- und Fick-Verbindung sind selbstverständlich aktiv. Das was kommt denn die gute Frau? Warte, wo genau? Das Comlink befindet sich in der Tasche einer Person. Es ruckelt rum, du hörst irgendwie Verkaufsgespräche und sowas halt, wie man Dinge aushändigt, wie ein Credstick irgendwie da eingedingst wird, verschiedene Stimmen. Es ist nicht klar, ob Matrioschkas Stimme dabei ist. Kann sich denn die liebe Billy via Comlink auf die Sicherheitseinrichtung dort in der Bäckerei weiterhangeln? Wäre das denn eine Sache der Möglichkeit? Gib mir noch einen Mark. Wenn du mir noch einen Mark gibst, können wir da echt drüber sprechen. Ich sag's gleich an, ich edge es vorneweg. Das heißt, ich benutze SRE 10 in dem Fall dann. Ja. Weil ich edge es ja und nehme meine Edge-Würfel dazu. Ja. Dann darf ich SRE 10 würfeln, richtig? Wenn du nur einen Edge hast, ja. Wieso nur ein Edge? Das hat doch damit nichts zu tun. Ach, oh nee, ich hatte gerade die Treuballerinas 9 Würfel gesehen. Immer du deinen Arm aus dem Klo. Darf ich jetzt nochmal fragen, ob SR10 richtig war oder nicht? SR10 ist richtig. Dankeschön. SRE10, ja. Als ob wir das zum ersten Mal machen würden. Oder als ob ich jedes Mal sagen würde... Nein! Nein, du bist das darfst du nicht. Ich benutze gern deine Edge und mache einen Patzer. Du bist ja schlimmer als ich. Oh, guck mal, ich habe hier Folge. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Oh Gott. Just in my pants. Oh Gott, ja, ja. Oh Gott. Spielleiter Just in the pants. Er holt sich gerade echt einen runter, der Typ. Das ist unglaublich. Kannst du dir das einfach nicht vorstellen, was hier gerade auf meinem Stuhl passiert, du? Mach doch mal so ein schlacker Geräusch, schlacker. Wenn er seinen Hintern bewegt. Also. Einem weiteren Vordringen in die inneren Schichten der Liebe.
bist du geradezu umfangen von Herzlichkeit und ne, die ist quasi fast erdrückend und hinterlässt natürlich offensichtliche Spuren auf dir. Das kleine, zarte Herzchen, die sich auf deinen hohen Wangenknochen zum Erliegen quasi bringen. Es ist wirklich gar bezaubernd, was sich da auf dir abzeichnet. Und ja, ob das ein Alarm ist oder ob das einfach die Stimmen der Zärtlichkeit sind, ist gar nicht so gut zu unterscheiden. Aber mal unter uns ist es vielleicht doch ein Alarm. So, ich gebe dir nochmal 3 Erfolge jetzt hinterher. Oh, Moment, sorry, es sind nur 2. Um was zu tun. Ich darf so, ich auch mal erstmal mit dem Comlink was machen? Achso, du machst mit dem Comlink weiter. Mach doch Abbruch halt. Hier, du Arschkind. Sorry, dann mach doch. Ich hab immerhin jetzt auch einen Morg auf Dios, kann jetzt auch mal ja, was machen. Doch, zum Beispiel. Mach doch. Zum Beispiel. Warte. Er scrollt gerade noch in seiner Tabelle. Ich mag Kleine. Das nicht, wenn die hier ist, irgendwie. Das sagst du jetzt. So. Na, vape ich doch noch eine Runde hier. Das klingt vernünftig. Ach komm, Standardsituation, das Comlink startet sich neu. Fick dich. Wir machen jetzt Computer und Logik gegen Willenskraft und Feuer. Ah ja. Ah ja, nee, das ist was anderes, glaube ich. Wir machen jetzt einfach mal eine Inni-Probe und wer mehr echt, hat, eine Inni? Der... Ja. Ich hasse dir. Vielleicht würfelst du wieder gegen jemanden mit 17 oder so. Sag mal, Dellinger. Das ist unwahrscheinlich. Du brauchst dich ja echt nicht so beschweren mit E20 Würfen auf Panzerung oder was? Ich glaube, das Klo Hallo. Spritzt gleich noch ein bisschen. Oh nee, der Gott, das müssen wir ertragen, bitte nicht. 12. Es gibt eine Sache, die er kann und das ist... 20. Schaden einstecken. 20. Du kannst nochmal versuchen, dir einen Markt zu holen. Wenn du es jetzt kriegst, dann kannst du das Comlink aufhalten beim Reboot. Arschwicke, ey. Und so, wie viele Erfolge hattest du vorhin? Vorhin zählt er nicht, ich habe ja falsch gewürfelt. Und da hast du mir noch gar nicht gesagt, das ist was? Du hast doch gerade gesagt, du willst es nochmal probieren und hast mir schon eine Probe gewürfelt, ne? Und wie viel war das? Ich hatte 2 Erfolge. Ja, 2. Also ich habe auch 2 und damit kriegst du das Mark wohl leider nicht meiner. Das tut mir wirklich leid und das Comlink startet sich neu und deine ganzen schönen Marks sind weg. Und das Schlimmste ist, weißt du, was echt das Schlimmste ist? Du bist nicht mehr umgeben von Liebe. Oh mein Gott. Aber das Comlink hat auch keine Marks mehr auf dir. Natürlich hat es das nicht mehr. Ich weiß. Das wäre ja furchtbar sonst. Ich starte mich ja auch neu jetzt. Okay. Blöde Scheiße da. Der grinst immer so dreckig. Ich fick den Das jetzt, siehst oder? Du gar nicht. Ich sitze mit dem Rücken zu dir. Aus Prinzip. Natürlich sehe ich das. Ich habe dich im Halbprofil. Ja, das ist meine Schokoladenseite. Wobei natürlich jede Seite meine Schokoladenseite ist. Nee, deine Rückseite ist deine Schokoladenseite. Das ist wahr. Wenn man ein hässliches Gesicht sieht, ich wusste das. Mein anderer meinte das beides noch nicht da. Verdammte Schokoladenpudding aus dem Arsch und so. Der braucht auch noch ein bisschen Lust. Ich würde sowieso vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht mal einen Cut machen mit einer 30-Minuten Pause. Was ist denn schon wieder? Ist hier schon her? Es ist 5 Uhr. Weil ich würde jetzt auch gerne mal ein bisschen Pizza und so und spielen und essen gleichzeitig, finde ich so. Ich habe gerade gespielt und gegessen gleichzeitig. Ich habe sogar gekocht in der Zwischenzeit hier. Stimmt. Was verstehst du denn unter einem Marathon? Okay, wir machen jetzt 10 Minuten Pause und dann schluck ich die Pizza nebenbei rein und werde immer sagen, nö, du kommst du nicht machen. Aber das finde ich okay, das können wir machen. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Die White Russian laufen unter der Common Creative License, Attribution 3.0 und Vereinigten Staaten von Amerika gibt es die Topps Incorporated, die Rechte an Shadowrun hat. Wir haben keinerlei Rechte daran. Pegasus Verlag vertritt in Deutschland die Rechte an Shadowrun und wir haben damit auch nichts zu tun. Jetzt kann ich schon wieder, ich habe mir schon wieder die Intro- und Outro-Musik nicht gemerkt, ne? So eine Scheiße. Das klang jetzt auch total unmotiviert und lustlos. Hallo, das macht total Spaß, das hier aufzunehmen und du? Ich wollte jetzt einfach nur mal einen Twist reinbringen. Jetzt halt mal die Fresse. Let das it blow Intro war irgendwie Core. Let her blow oder sowas, ne? Let it blow? Let Flummy blow? Nee, das war doch blow. Das andere, was wir dann nicht genommen haben. So. Let it snow from Instrumental Core. Und das Outro-Lied ist The Jake Lee Project, This is Halloween. Das gibt's auf Soundcloud zu finden übrigens. Ja, jetzt können wir uns drüber unterhalten, was denn hier schon wieder los war, ey. Ja, da hätten wir uns vorher mal absprechen müssen, was in der Folge... Ach nee, hat man ja. Das war ja... Nee, wir sind ja Outro, kannst ja... Nochmal zur Erinnerung.
Zur Erinnerung, die haben sich unterhalten und Kaban hatte seinen Arm dort, wo Orks den Arm öfter haben. Da, wo die Sonne nicht scheint, kann man auch sagen. Ja, das dachte ich auch erst. Warum hast Kaban du nicht ist in Dimensionen vorgedrungen, die kein Mann bisher zuvor gesehen hat. Tschüss, wollen wir das jetzt eigentlich preisgeben, was wir vor uns besprochen hatten mit Kaban und so? Nicht, dass er es am Ende noch hört und dann böse ist. Nö. Machen wir auch nicht. Nö. Gut. Das geht in unsere Annalen ein. Ja, das schneiden wir auch raus jetzt. Ja, das machen wir eh geht nicht, mir aber auch wieder auf die Neffe hier. So. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, jetzt hast du mich schon wieder unterbrochen. Ich werde hier nur noch unterbrochen. Ihr werdet es auch später hören, wenn dieser Abend voranschreitet. Billy wird nur noch unterbrochen. Scheiß Wein! Ich komme hier nicht mehr zum Wort. Das war doch Flummi dann hauptsächlich, oder? Nee. Ich auch? Ja. Das tut mir... nicht leid. Wohl. Nö. Nein, ich meine, das tut mir wohl. Das tut dir wohl, ja. Das gute A. Jutti, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr dann viel zu reden, oder? Du weißt doch gar nicht, was du sagen sollst. Ne? Ich will jetzt ehrlich gesagt schon wissen, was du jetzt sagen wolltest. Wieso? Das ist so aufregend. Was? Was ist aufregend? Er führt ein sehr langweiliges Leben. Ich glaub's auch irgendwie. Gar nicht. Oder möchte jetzt noch irgendjemand irgendwas Sinnvolles hier beitragen? Sinnvoll, Abbruch. Ja, und warum stellst du uns denn immer so schlecht dar? Weil du immer schreibst, die Folge ist scheiße, obwohl sie die gar Folge nicht war scheiße. Ich gebe zu, im Nachhinein, sie war nicht Beste, was wir je gemacht haben. Nicht, dass wir jemals was Gutes gemacht haben. Aber auch nur gesagt, also, wir reden von der Folge, die schon draußen ist, ja, Sascha. Klar. Oder Chris. Kim. Sie zieht's durch, ich werde es vergessen, aber okay. Nö. Nee, wir haben hier nichts mehr Sinnvolles vergessen. Dann ist Schluss jetzt. Mua.